Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen und willkommen zu einem neuen Stream hier bei eHayo am traditionellen Streamstag. Es sind schon ganz viele da. Und irgendwie zeigt da mal das, was hat denn da der jetzt schon wieder? Der zeigt da gerade irgendwas an da oben, ne, der Chat. Gefällt mir schon wieder nicht. Was macht er da? Warum zeigt er da oben was an mit Belohnungen und Zeug? Interagieren. Schließen. Weg. Weg. Ich will Chat sehen und nicht Meldungen. Unglaublich. Immer wieder was Neues mit dem Twitch. Aber mittlerweile kann man ja bei OBS da drin rumklicken. Von dem her bin ich total happy. Ich habe irgendwie einen komischen, kratzigen Hals jetzt. Erst mal einen Kaffee trinken auf das. Und es sind schon ganz viele Leute da. Oh, das war der Stuhl. Es sind schon ganz viele Leute da. Der Haha Mosa hat schon gleich ganz fleißig um 7:58 geschrieben. Andi war heute mal ausnahmsweise Zweiterer. Normalerweise ist er immer der Erste. Heute war der Mosa schneller. Dann Solvas ist auch schon da. Der hat es diesmal auch sogar geschafft. Der kann jetzt sogar live mittippen und muss sich nicht zusammenreißen, weil er meint, er hat, will tippen und ist aber am Wiederholung gucken. Andi ist da immer noch mit runden Kuller eHayos. Meist verwendete Smiley direkt nach dem süßen Senf, der irgendwo in anderen Channels benutzt wird, scheinbar. Windows und Kevin, grüße euch alle mit Nant. Ich hoffe, euch geht's gut. Der Rost von der Metalltasse, nee, der macht's ja besser. Das ist eher irgendwie, weil ihr heute was mit dem Dremel geflext habt, liegt vielleicht da dran. Könnt ihr mal eher da dran vorstellen. Musst heute eine gehärtete Welle mit dem Dremel abschneiden, weil die Eisensäge hat's nicht. Wollte es nicht machen. Habe ich es mit dem Dremel gemacht. Von dem her, ja. War echt schlimm, das denke ich mal so was. Mir geht es auch ganz oft so. Ich habe auch so ein, zwei Streamer, die kann ich nur nachgucken, weil ich einfach bei gewissen Szenen weiterschalte, weil sie mal zu anstrengend sind oder so. Aber die eigentlich coole Spiele spielen. Und da denke ich mir auch oft, oh, mach das so und so, will ich reinschreiben, und weil sie es teilweise echt blöd anstellen. Dann denke ich mir so, nee, Moment, ist ja eine Wiederholung, dann kann ich nicht schreiben. Also von dem her, ich kann es voll nachvollziehen, was du für ein Problem hattest mit der Wiederholung, wenn sonst immer live dabei bist. So, wir haben heute was vor. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde einen Raspberry Pi gesucht. Ich habe den heute hier in der Hand gehabt und plötzlich war er weg. Ich habe den heute Vormittag irgendwie, habe ich was gemacht mit dem und dann war er weg. Puff, it's gone. Und jetzt habe ich ihn aber wieder gefunden. Der lag drüben am Lötplatz. Ich habe ihn hier irgendwo erwartet, aber er war am Lötplatz. Und deswegen habe ich verpasst die... Hallo, grüß dich. Deswegen habe ich verpasst die Ankündigung im Chat richtig einzugeben. Deswegen ist das, was jetzt im Chat kam, da steht nirgendwas von ZX81. Wir machen natürlich Flap-Flap heute. Gar keine Diskussion. Müsst keine Angst haben, dass wir was Sinnvolles machen. Wir tun Flap-Flaps machen. Und zwar, wisst ihr ja, letzte Woche Freitag kamen ja auch schon die Platinen an. Und da waren natürlich auch die Flap-Flap-Platinen dabei. Jeder, der mich auf Instagram hat, hat vermutlich mein gestriges Reel gesehen, in dem ich mich total freue, wie schön alles zusammenpasst. Und das werden wir uns mal anschauen. Es ist gestern noch der Infineon-Chip gekommen. Also wir haben jetzt auch die Magnetfeldsensoren da. Wir haben eigentlich alles da, was wir brauchen. Es geht uns wunderprächtig. Wir können heute richtig schön loslegen mit dem Ganzen. Und ich hoffe, mein Plan wäre, dass wir heute auch damit fertig werden. Vielleicht ein ehrgeiziger Plan, aber ich will den schon so hinkriegen. Wäre so mein Plan. Zumindest mal eine fertig. Ich habe nur ein Unterteil in Carbon gedruckt. Bis das zweite müsste ich dann noch irgendwann mal drucken. Von dem her, also das da. Wir haben ja hier zwei 3D-Druckteile. Einmal das Oberteil, nennen wir es mal, und das Unterteil oder umgedreht. Und das habe ich nur einmal gedruckt bisher, weil ich schauen wollte, ob es passt. Man sieht hier, es kratzt leicht. Es passt perfekt rein. Also es ist echt enorm, wie gut das reinpasst. Und aber wie gut die zwei zusammenpassen. Und wie schön hier noch die Platine dazwischen war. Das ist einfach ganz groß famos. Wir werden es dann nachher gleich sehen, wie toll es alles passt. Wenn wir es dann aufbauen und zusammenlöten. Wir haben natürlich ein paar Herausforderungen vor uns. Denn wir haben keine Buchsenleisten. Ich
habe keine Buchsenleisten mehr hier. Ich habe die alle verschenkt, wo ich meinen Job aufgegeben habe. Und jetzt müssen wir halt irgendwo was auslöten. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Bin ganz zuversichtlich. Ich habe zum Glück eine alte Platine gefunden, die mit Matthias mal gebaut habe. Und da sind, zufällig habe ich die in der Hand gehabt beim Aufräumen. Und da sind Buchsenleisten drauf. Und ich denke, die sollten reichen dafür, für das, was wir vorhaben. So mein Plan. Jo. Dann quatsch mal nicht lang, oder? 16 Leute sind auch schon da, die verzweifelt zugucken. Dann machen wir hier mal Wissenschaft und Technik draus. Dann krempeln wir mal die Arme hoch. Jacke aus. Jetzt wird es wieder gelötet, jetzt wird es wieder wärmer. Ich habe hier meine ganze Festbeleuchtung an. Tagsüber friere ich in meinem Büro. Und wenn ich es drin, dann hat sie eine Hitze, weil überall Licht und Co. Noch was Normales trinken zwischendurch schnell. Und dann können wir auch schon rüber zum Löbplatz, dann zeige ich euch mal, was alles da ist, was ich gemacht habe und. Nehme sogar das Mikrofon mit, damit es mir hört. Also mal ganz, ganz was Neues, quasi so mit Hören und so weiter. Jetzt muss ich hier nur noch schnell in Autofokus einschalten. Dann die Vergrößerung rausnehmen. Dann ist die Amateur Hollow wieder rum. Der Zehnfach steht, Dötplatz groß, Top groß. Und außer Zoomen. So, einmal leckeren Kaffee. Wichtig, am Flugplatz ist es immer gut, wenn man Kaffee und so Zeug hat, weil da kann eigentlich auch überhaupt nichts passieren. So, Mikrofon brauche ich noch irgendwo besser. Also, jetzt passt mal auf, was wir alles da haben. Nebsten Haufen Kaffee. Wir haben die zwei Teile. Die habe ich gedruckt und so weiter. Nö, das war nur, es ist irgendwie wieder. Weißabgleich, glaube ich, schon wieder. Ich weiß es nie, wie man den einstellen kann bei der Optilia, aber das ist eigentlich nicht so ein giftiges Orange. Also, der hat da schon wieder ganz komische Dinge, der macht. Schaut, der Kontrast gefällt mir heute auch überhaupt nicht von der Kamera. Aber egal, wir kriegen es trotzdem hin. Also, das Teil haben wir gedruckt. Das Teil habe ich extra gedruckt in Carbon. Und jetzt sind unsere Platinen angekommen. Den Stück habe ich bestellt bei PCBWay. Schauen wir mal, wie viel es sind. PCBWay liefert immer gern eine extra. 2, 4, 6, 8. Das sind 10 Stück. Da waren es geizig. Da waren es geizig. So, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Top-Subscriber und Top-Bit-Donator. MacBlume und Jimmy Joker, die stehen da beide mit drauf. Habe ja gesagt, die klatschen wir da mit drauf, weil cool und schön und überhaupt. Dass wir ein bisschen einen Ansporn haben hier, warum man bei mir überhaupt donaten soll. Die Platinen an sich, echt schön worden, muss ich sagen. Also, mir gefallen es. Definitiv. Ich habe gesehen, wir haben hier wirklich eine Buchsenleiste verwendet, weil wir ja eine Buchsenleiste einlöten wollen und damit einer Stiftleiste den Raspberry Pi draufstecken wollen. Jetzt ist er schon wieder weg, der Raspberry Pi. Jetzt habe ich ihn doch gerade eben vorher noch gehabt. Nicht wahr? Da. Eine Menge bemängelt, dass das genauso viel sind. Ja, das ist echt schlecht. Eine Buchsenleiste hat kleinere Pins, deswegen kriegen wir das hier nicht reingesteckt. Also eine Stiftleiste kriegen wir hier nicht in die Pins von der Buchsenleiste gesteckt. Ist so. Haben wir halt so. Design. Das heißt, da muss auf jeden Fall eine Buchsenleiste rein, was ja auch Sinn macht. Mein Raspberry Pi habe ich meistens so mit vollen Pins. Und wenn ich dann da eine, also ich muss sowieso auf die Unterseite, wenn ich da eine Buchsenleiste habe, dann stört es nicht, wenn hier die Buchsenleiste einfach fehlt, wo wir die Pins intentionally missing haben. Wir haben ja hier extra die Pins freilassen. Das haben sie ja echt schön gemacht. Guckt es euch mal an. Also mir gefällt es. Finde, das schaut echt. Schaut echt witzig aus. Haben wir ja absichtlich weglassen, weil wir auf der Oberseite hier mit unseren dicken Leitungen durch mussten für die 48 Volt. Da wollten wir nicht zwischen die Pins durch, weil 3,3 Volt Pegel und so weiter. Das, wer weiß, was das dann macht damit. Ansonsten da oben den Chip und das Ganze habe ich ja im Instagram Reel auch schon gezeigt. Guckt es euch mal an. Ich kann es auch von der Seite reinschieben, dann sieht man es noch besser.
Zack, es macht einfach dieses, ihr kennt das Gefühl, ne? Wenn irgendwas so perfekt passt, man schiebt es da rein und am Ende macht es Klack. Und die Löcher passen. Hier der Anschlag passt perfekt. Dann hat man noch einen Deckel dazu. Dann legt man den da drauf und es macht Klack und es passt unglaublich. Es passt einfach. Es ist rundum perfekt abgeschlossen. Es ist einfach ein Träumchen. Und nee, hollo, stand im Drehbuch so drin von dir. Und wenn man dann da eine zoomt und dann noch einen manuellen Fokus benutzt, dann sieht man auch, dass da drunter das Ding nicht genau passt, dass der Chip zu weit oben ist und genau Unterkante von dem mittleren Pad ist nämlich der Nullpunkt vom Magnetfeldsensor, also selbst das passt auch noch genau. Also das Drehbuch hat es echt wundervoll uns ermöglicht, dass das funktioniert. So, das passt alles. Hier haben wir noch RTC vorgesehen gehabt. Hier ist das Netzteil drauf. Das sollte aufpassen. Schauen wir mal. Ja, es passt sogar richtig gut rein. Einwandfrei. Also hier haben wir das Netzteil dann im Zweifel. Das können wir nicht nehmen, das ist ja, glaube ich, kaputt. Da hat irgendjemand 48 Volt an die 5 Volt angehängt. Jetzt so ein Oberhonk. Wir haben Taster drauf, wir haben den SMD-Optotriak, müssen wir dann drauf machen. Wir haben den Triak drauf. Wir haben Kondensatoren. Ich habe von Würth Elektronik. Achtung, Werbung, Werbesendung steht eh da unten, ich darf es sagen. Ich habe von Würth Elektronik kostenlose Muster zugeschickt bekommen. Und zwar hier 1,5 Mikrofarad, 250 Volt. Als Ersatz für die. Wo habe ich das Brettboard? Als Ersatz hier für den Originalen. Das ist der Originale, wie er drin war. 1,5 μ. 100 Volt kann der nur ab. So wenig Volt haben es nicht mehr heutzutage. Und da habe ich jetzt quasi den 250 Volt, 1,5 μ. Und die sind exakt baugleich, wie man sieht. Also die sind ident. Und der sollte dann auch hier somit reinpassen. Ja, tut er auch. Tut der Originale auch reinpassen. Nur mal so als Vergleich. Original passt auch rein. Und den Original habe ich genommen für den Footprint, glaube ich, ne? Für die Outlines. Da haben wir, glaube ich, den abgemessen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das passt perfekt rein. Und das Schönste dran, wenn wir das jetzt hier so reinpacken, hier so klack, dieser Moment, alles ist perfekt. Hier dieser Moment, alles ist perfekt. Guckt euch mal das an. Guckt euch mal diese Perfektion an. Hammer, oder? Und diese Farbenvielfalt. Grau, Orange, Rot, Blau, wie ein Regenbogen. Wie ein wundervoller kleiner bunter Regenbogen hier alles. Das ist ein Träumchen. Wir haben also Triak-Widerstände haben wir sowieso, den Opto-Triak haben wir auch da, den Taster haben wir auch da. Und hier unten habe ich auch kostenlose Muster von Würth geschickt bekommen. Und zwar brauchen wir ja für unsere Anschlüsse einmal Motor, einmal 48 Volt. Das sind eh die Teile, die wir eingebaut haben. Also Pause drücken, wer sie nachgucken will. Aber das sind genau die, die wir eingebaut haben. Einmal das und einmal das. Und dazu die passenden Stecker, wo man die Kabel hier mit Federkontakt rein tun kann, weil ich wollte da jetzt nicht zum Schrauben haben. Also es wäre einmal das. Da können wir dann die 48 Volt anschließen. Welche Farbe passt nicht? Von was? Und hier haben wir nochmal einen Steckkontakt von den Kondensatoren. Also baugleich alles und so, aber es ist nicht der gleiche Rotton. Ja, leider. Die haben halt wahrscheinlich damals kein Wirt gehabt, noch, wo sie das gebaut haben. Also hier einmal der. Passt sogar. Ist auch schön bei Würth. Ich habe einfach die Dinger da
angeben und habe gesagt, schickt mal bitte passende Stecker dazu, weil ich wollte jetzt nicht auch noch Stecker raussuchen müssen. Und hier die 48 Volt. So, das sollte aber auch alles soweit passen. Schaut auch gut aus. Sehr gut. Roter wird und roter. Na, das passt super. Es ist nur gerade, ich weiß echt nicht, wie man das umstellt. Es gibt da irgendeine Tastenkombination, die man drücken kann, aber ich weiß die nie, mit der man den Kontrast umstellen kann, jetzt habe ich irgendwie den Grundsettings eingestellt. Das wollte ich nicht. Das ist das. Das ist das. Da drauf bleib. Ah, da. Irgendwie habe ich es jetzt geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geschafft. Weiß ab gleich. Ja, das ist da. Am ehesten. Nicht ganz. Ich kriege nicht hin. Noch fast zu warm, das Ganze. Komplizierte Sachen. Dann hätte ich gesagt, bauen wir das Ding einfach mal auf. Wir löten rein, was wir haben. Stecken es an und schauen, was passiert, oder? Sagt ihr dazu? Seid dabei? Klingt nach einem Plan, oder? Wir brauchen Bauteile. Ich habe hier drüben noch meine Sägekiste. Da müssten irgendwo die Optotriax und Triax drin sein. Ich habe da oben meine Widerstände und Kondensatorenmappe. Und was braucht man noch? Elela am PC zum Nachschauen, was wo ist. So, jetzt passt's mal auf. Der Optotriac ist der, was haben wir da für ein Bauteil? MOG 3043. Suchen. Weiß, dass ihr nichts seht, braucht es auch nicht, weil ich stehe hier eh nur rum. SMD226. Oh, der da. Da haben wir den MOG. Dann haben wir nur den Triac. I, du bist T835. Ah, das war der, der so gerade so gepasst hat, ne? Von der Leistungsklasse her. SMD2 Nummer 6. Ne, das habe ich mir verguckt. SMD22. APK2. SMD2. 20. Muss schon richtig gucken, damit man das auch hinkriegt. So. Dann haben wir die Teile schon mal. Und Vorwiderstände, was hat man da nochmal drin? Schaltplan um 470 Ohm haben wir da drin gehabt. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. So, dann löten wir erstmal die Pads angescheit. Jetzt sogar mit Licht und es flackert nur minimal. So. Irgendwie taugt mir gerade so das Bild von der Kamera überhaupt nicht. Macht der hier überhaupt einen Autofokus oder? Ja, eigentlich schon. Weil das ist hier nicht verschmiert. Das sieht nur auf der Kamera so aus. So, heiz an das Gerät. Ab die Post. Das Licht muss ich ausschalten, das flackert. Irgendwie ist das nicht ganz so ideal, das Teil. So, dann gehen wir mal ein Pad jeweils Lötzinn drauf. Taster braucht man dann auch noch. Also, das war es jetzt eh schon mit SMD-Bauteile. Taster braucht man noch.
Und LED brauchen wir auch noch. Design Kit LED. Was für eine Farbe? Hollo, mach mal eine Umfrage. Bitte. LED-Farbe für die Flap-Flap. Rot, gelb, grün oder blau? Rot, gelb, grün, blau. Für die LED-Farbe. Rot, gelb, grün oder blau. Dass man sieht, wann der Optotriak schaltet. Haben wir ja LEDs drin und die können optional jetzt dann rot, gelb, grün oder blau sein. Ah, da oben haben wir auch noch Kondensator und IC. So. Wo bleibt die Umfrage? Wo bleibt die Umfrage? Hallo. Das stimmt, dann hätte ich alle Farben. So, 100 Nanofaräter sind da oben. Hallo, ist am Essen. Hallo, du sollst eine Umfrage machen und nicht essen. Oder Tuss im Mücke delegieren, wenn er da ist, aber der ist auch nicht da. Kannst du einfach essen, hallo. So, ich hatte mal eine Pinzette das letzte Mal, gell? Ihr wart Zeugen davon, dass ihr Pinzette gehabt habt, wo wir das letzte Mal gelötet haben hier. Ja, gut, quasi ist sie weg, die Pinzette weg, kaputt. Dann liegt es einfach irgendwo unter diesem ganzen Säckchen, die ich da liegen habe, mit, ah genau, mit gratis Mustern drin. Und ganz drunter liegt die Pinzette. Haben wir jetzt eine Umfrage, hallo? Gelb, grün, rot oder blau? Achso, die Infineon-Chips, habe ich gesagt, sind auch kommen. Ne, das ist was anderes. Das ist ja aber in so einem Sackerl drin. Dann halt doch mit den Fingern, nützt ja nichts, ne? Da ist die Frau in Verdacht. Das ist aber gefährlich, wenn die verdächtig ist. Würde ich nicht riskieren. So, wo bleibt die Umfrage, hallo? Hallo, 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 Umfrage. Kannst du das überhaupt machen, jetzt wo Editor bist und Chief Master? Wahrscheinlich ist der Stream gleich beendet, weil er unabsichtlich einen Stream beendet, statt die Umfrage zu starten. So, wir haben irgendwo Pin 1 an dem Teil. Und vermutlich ist das hier Pin 1. Machst irgendwie 3 Minuten oder sowas, hätte ich gesagt. Also ich schätze mal, dass der Punkt Pin 1 ist, oder? Was sagt ihr? Oder ist der Strich Pin 1? Hm. Sollten wir aufs Datenblatt schauen nochmal. Wir haben ja das Datenblatt, glaube ich, noch irgendwo. Guck mal schnell für euch, weil ich bin gerade echt unsicher. Wäre schlecht, wenn wir da jetzt den falschen reinpacken würden. Oder den falschen rum. Wir haben 5 Stück, also ich meine, wir können schon natürlich einmal kaputt machen. Ja, der Punkt ist Pin 1. Ja, Pin 1 ist ein Punkt, steht da. Da wird schon nicht so weit fehlen. Ja, ich gucke da lieber 5-mal nach, weil ich habe da. Ja, das, nee, Andi, nee. Die Hoffnung habe ich lange schon aufgegeben, dass das Leute mal irgendwann einheitlich machen und dass das sinnvoll funktioniert, das Ganze.
Wie bei der 28-12er, wo die schräge Ecke Pin 3 ist und nicht Pin 1. Weil ab, wo ich das bei denen das erste Mal falsch rum eingelötet habe, alles und ich beim Bestück eine ganze Rolle. Ich habe im Übrigen beim letzten Löten den offen lassen. Deswegen haben die so einen extra Verschluss, dass sie nicht austrocknen. Ich habe mal eine ganze Rolle 28-12er beim Bestücker verloren, weil er sie falsch rum eingelötet hat. RGB-LED. Hätte man vorsehen müssen. Hätte man 28-12er einbauen müssen. Das ist jetzt zu spät. So. Ah, das macht natürlich auch Sinn, dass das das Ventil für die Rauchbefüllung ist. Wisst ihr was? Ich nehme da jetzt den anderen Lötkolben. Mir ist der zu dick. Ich habe den anderen auch hier. Steck mal da schnell um. Schnell den Lötkolbenhalter rausziehen. So. Nehmen wir den kleinen. Der ist mal lieber. Deutlich lieber. Generell deutlich lieber, egal was ihr löt. Weil der einfach viel angenehmer ist irgendwie. Für große Sachen zu löten. So. Also, rot, gelb, blau. Du hast grün vergessen. So, guckt euch mal den an, was das für ein bleistiftartiger Traumlötkolben ist. Also das ist wirklich das absolut geilste ever, was ich jemals an Lötkolben gehabt habe, muss ich gestehen. Der geht wirklich so enorm gut. Und das war jetzt gerade Masseanbindung, ne? Und der war puff und schon da. Da zünden wir jetzt einmal mit der Heißluft drüber. Ich werde die anderen nicht mit der Heißluft nachlöten, weil mir das zu laut ist hier. Aber den schon, weil... Was ist jetzt... Das war jetzt aber eine kurze Umfrage, Hollo, wenn die jetzt schon beendet ist. Muss ich hier mal, bevor ich jetzt einschalte, muss ich mal hier die Spitze richtig rum hindrehen, weil die guckt in die falsche Richtung. Die guckt in die falsche Richtung. 3 Minuten und nur so wenig abgestimmt. Was ist los mit euch, Leute? Was kam raus? Was hat gewonnen? Nix. So. Da heizen wir jetzt mit Heißluft einmal drüber. Bei den anderen Bauteilen, wie gesagt, nicht. Den soll es gerade hinziehen, weil bei dem ist einigermaßen wichtig, wegen der perfekten Position fürs Magnetfeld. Grimsboy, vielen Dank für die 100 Bits. Zeigt es doch direkt an oben die Umfrage, oder nicht? Normalerweise. So. Muss rechts draufklicken. Okay. Normalerweise ist das oben direkt da, so wie ich das kenne von anderen Streams, aber egal. Was kam jetzt raus? Was für eine Farbe? Ich sehe es leider nicht. Zeigt es mir doch nicht an, was rauskam bei der Umfrage. Wäre jetzt auch echt übertrieben, wenn ihr sowas sehen würdet. So, das haben wir. Alle Optionen hatten gleich viel. Okay, dann nehmen wir einfach die, was wir als erstes dann in die Hand kugelt. Kondensator haben wir drauf. 470 Ohm haben wir gesagt. An Vorwiderstand. So.
So. Einmal, zweimal. Eins. Zwei. Ne, A4. Gelb ist Retro. Nee, so Zeug rostet bei mir nicht weg. So alt wird es in der Regel nicht bei mir. So. Zack und zack. Zack und zack. Da ist ein Knuppel drauf. So. Und dann nur die guten 1%. Ja, die sind hier in dem Set halt mal einfach drin. Ich habe ja hier das Set vom Rudolf, wo wirklich ganz, ganz viele, bisschen hell, wo ganz, ganz viele Werte drin sind. Und das ist echt so gut. So unglaublich gutes Set. So, dann LEDs. Schauen wir mal, was wir nehmen. Nehmen wir blau, oder? Dann blinkt es blau mal auf Nacht. Ich hoffe, die Spannung reicht uns, um blau zu treiben. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. So. Ja, wieder Werbung, ne? Anständig Werbung. Design Kits, die sind echt der Hammer. Lebenslanges Nachfüllen. Bin echt immer begeistert. So, da haben wir jetzt ein kleines Hackerl drauf. Das heißt, rechts ist die Kathode. Wenn wir uns die LEDs anschauen, haben wir hier die Kathode markiert nach rechts. Das ist nur so umdrehen, dass es nicht weghüpft. Und da sieht man es auch nochmal mit dem grünen Punkt, dass rechts die Kathode ist. Und dann können wir die hier so einlöten. So. Und immer so schwierig unter dem Mikroskop, bis ich mich da wieder dran gewöhnt habe. Brauche immer ein paar Lötstellen. So. Dann haben wir das. Dann haben wir das Design Kit Switches. Da kommt so ein kleiner Taster drauf. Ja, gut, wenn da einer drin wäre, würde einer drauf kommen. Ist aber keiner drin. Gibt's sie da nicht, oder was? Und solche? Das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Gibt nur Design Kit Switches Alt habe ich noch irgendwo. Nicht der so gute. Die haben so Taster. Die hatten mal so Taster. Na, ziemlich sicher. Ja. Da. Wenn jetzt nur nehmen wird, richtig. Entweder wir tun den da drauf, einen flachen, kleinen, oder so einen hohen. Fände jetzt den flachen sogar deutlich cooler, ehrlich gesagt. Finde ich, passt irgendwie besser.
Wobei beim Huhn kommen wir besser hin. Wir müssen den Huhn nehmen, weil wir besser hinkommen, weil nebendran die Platine im Weg ist sonst. Da haben wir sonst die Platine im Weg nebendran. So. Dann Flussmittel. Ah, wie es es schön reinzieht. Genau, Solvas hat natürlich völlig recht. Höhe kommt nicht drauf an. Und man kann es besser drücken. Und Optik wird überbewertet. Wundervoll. Wonderful. So, dann haben wir hier ein Optotriak. Der hat auch elendiglich hohe Pins. So, dann brauchen wir da aber kein Flussmittel, weil er hat so viel Pin- und Padgröße. Und im großen Gehäuse ist mehr Platz für den Rauch. Also wenn der Taster rauchen anfängt, Holler, dann würde ich mir ernsthafte Gedanken um meine Berufswahl machen. Aber vermutlich wird man das sogar auch schaffen mit viel, viel Geschick. Wundervoll. Sieht anders aus, aber funktioniert jetzt auch. Ja, der schaut echt so aus. Das ist echt einfach umgebogen und abgeschnitten und ein bisschen verzinnt, dass man es besser löten kann. Schaut echt exakt so aus. So, dann tun wir da mal gleich ein bisschen Flussmittel drauf. Weil da muss er jetzt dann gleich anständig unten reinkriechen. So. Ah, ja, mit genug Luft nach links kann man ein bisschen weit darüber. So. Das ist einfach ein ganz normaler, keine Ahnung, da steht nicht mal mehr was drauf. Die Spitze schaut auch schon entsprechend aus, den habe ich schon ewig. Und das Flussmittel habe ich von einem Stream-Zuschauer vom Kai-Uwe, oder als Stream-Zuschauer, weiß nicht, ob der momentan noch zuschaut, aber der ist auf jeden Fall im Discord zugange, immer noch brav. Und der hat mir mal eine Flasche mitgebracht, auf eine Maker-Fair damals. Und die hält immer noch. Also, ich glaube, eine 1,5 Liter Flasche, was man gebracht hat. Und die ist immer noch quasi voll. Obwohl ich echt viel löte. Na, mit Isopropyl ist ja nicht getan. Also, Isopropyl allein reicht ja nicht als Flussmittel. Und glücklicherweise habe ich hier eine unglaublich geniale Lötrauchabsaugung am Start. Oh, guckt es euch an, wie es reinfließt. Ui, wie es reinzieht. Seht ihr das, wie es das reinzieht? Ein Träumchen, oder? Ein Träumchen. Tops Pops, grüß dich. Boah, wie es das reinzieht. Unglaublich hübsch. So, dann haben wir das hier alles schon. Alles im Detail drauf. Mehr war es nicht. Ganz schön spektakulär, oder? Dafür hört es wahrscheinlich wieder ein Hund im Hintergrund bellen. Als Belohnung. So, RTC haben wir keine. Dann gehen wir an die bedrahteten Bauteile, hätte ich gesagt. Die Widerstände, was haben wir da jetzt drin? 10K und 1K. Haben wir da was da überhaupt? Was haben wir denn da von dem Zeug? 10K haben wir schon mal nicht da. Nehmen wir 12K. Und 1K haben wir sogar da.
Perfekt. So, 1K ist der R3. Der R3 ist 1K, also der da. So, und der andere ist dann der nicht 10K. Und bewusst absichtlich drauf geguckt, falls ihr euch fragt, dass beide goldene Ringe auf einer Seite sind, weil wegen hübsch. Wollen ja hübsche Platine machen und nicht irgendwas zusammenwuchsen hier. Ist ein No-Clean-Flussmittel, also reinigen nicht zwingend nötig. Schaden tut es trotzdem meistens nicht. Und eine Zange zum Abschneiden, die schon alles so Griffreichweite hat. So, immer drauf schauen, dass das einigermaßen durchgelötet ist. Da weiß man, das ist einigermaßen brauchbar gelötet. Links oben ignorieren wir jetzt einfach mal. Das Isocore, Ecotin, das fair gehandelte. Nehmen nur das. Werde im Shop das vermutlich auch wieder aufnehmen. Insofern Felder da mich auch wieder als Lieferant haben will. Muss ich erst nur abklären. Ich werde aber auch tatsächlich ein günstiges chinesisches mit aufnehmen, weil es halt einfach nicht jeder 100 Gramm Lötzinn für, keine Ahnung, 13 Euro oder was leisten kann. Schon einfach so. Ich meine, es ist zwar schön und ehrlich und toll und tapfer, wenn man immer Bio und Eco und keine Ahnung was, aber es gibt halt einfach Leute, die können sich das nicht leisten. Und auch die sollen eine Möglichkeit haben zu löten. Deswegen werde ich auch irgendwas Günstiges mit aufnehmen. So, jetzt das Ganze nur gerade einlöten. Für das wäre jetzt wieder die dickere Spitze die bessere. Also ich mag es echt ganz Felder. Es lötet sie gut, hat schöne Lötstellen. Stinkt am wenigsten, finde ich. Ich meine, ich habe die Absaugung hier stehen, aber so rein grundlegend. So, dann noch ein Kondensator. Also ich mag aus Stanol-Lötzinn tatsächlich gern, das ist auch gut. Bin ja auch eigentlich gut gefahren, immer sehr zufrieden. So. Schaut schon mal schick aus, oder? Wenn das mal brennen wird, wäre schon echt schade. Das fände ich echt schade. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, ich habe hier eine Platine gefunden von einem MP3-Radio. Ich habe mal vor langer Zeit ein MP3-Schild für ein Arduino gemacht. Das ging nie in Verkauf, weil der LSI-Chip da drauf, VLSI-Chip da drauf, ein Vermögen gekostet hat. Der kostet irgendwie 20 Euro bei unter wenig Stück. Und da müsste man, hätte man irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1000 Stück nehmen müssen, damit man den zu vernünftigen Preisen gekriegt hätte. Und das wollte nicht eingehen, das Problem. Deswegen habe ich einen als Muster bestellt, einen Class D Verstärker hinten dran. Da glaube ich, kann man nur die Leistungsstufe umstellen oder so. Class D Verstärker, Kopfhörer kann man hier noch dranhängen. Also hier mit Kopfhörerbeschaltung drum und dran. Level Shifter, da hat man
SD-Karte, Micro-SD-Karte. Da kann man noch irgendwelche Dinge einstellen vom Audio-Codec. Das Ganze geht auf ein Arduino runter. Und damit lief unser Röhrenradio-Umbau, den wir auf den Messen immer hatten. Und ja, den pflücken wir jetzt auseinander. Da nehmen wir jetzt aber wieder einen großen Lötkolben, weil da kommen wir mit dem kleinen nicht weit. Man braucht jetzt nicht Masse und sowas, sondern man braucht jetzt einfach Fläche, viel Fläche, damit ich die runterkriege. So. Die löten wir jetzt einfach runter. Oh, also, jetzt hat es gerade ausnahmsweise mal ganz schön gespritzt, das Felderlötzinn. Oder? Ah, ist kein Felder. Ha! Ich habe gerade Sticke genommen. Sticke ist ein. Keine Ahnung, was für eins. Ein chinesisches von Hakko habe ich da. Ein japanisches Lötzinn. So. Ist da gerade sich nicht abwickeln will. Jetzt aber. So. Entlöten, ja, aber ich muss hier oben drauf. Das bringt nichts, weil wir haben die. Wir haben hier Stiftleisten und auf die Stiftleisten haben wir oben ganz hässlich die Buchsenleisten draufgelötet. Damals ganz liebevoll. Und da bringt uns die Entlötpistole leider auch nichts. Ich hätte sie unterm Tisch liegen, also sie wäre griffbereit. Aber das müssen wir leider Gottes so machen. Dann kommen wir nicht drum rum. Aber die 301er geht enorm gut. Also wirklich, ich bin. Für die ganzen Entlötarbeiten, die ich immer so habe, nehme ich nur die. Und ich bin wirklich extrem zufrieden damit. Ah, wir kriegen das so auch irgendwie hin, hätte ich gesagt, ne? So, Weißabgleich von der Optilia ist gerade echt übelst. Möchte ich mal gesagt haben, das wird immer noch schlimmer, habe ich das Gefühl. So, überschüssiges Lötzinn abputzen. Das wird wieder mit der 301er gut gehen. Ah, man weiß wie, dann kriegt man es auch so irgendwie hin. Dauert halt länger. Und ist ja elendiglich heiß gerade. Heiß, 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 heiß. Könnte jetzt auch mit den Lötlitzen hinarbeiten, aber dann habe ich wieder Angst, dass ich die Pins rausziehe, weil die sind meist so empfindlich. Dass man es so eigentlich leichter hat. So, klappt es gut. Einwandfreie Geschichte. Ist deswegen so sauber abputzen, damit wir es in die kleinen Löcher reinkriegen, weil sonst. Langen wir uns da wieder. So, jetzt löten wir, glaube ich, so 20 Minuten oder 15 oder keine Ahnung, wie lange es dauert, bis der Fume-Tractor sich ausschaltet. Hat sie nämlich gerade ausgeschaltet automatisch. So. Sagen eigentlich die Zuschauerzahlen, sehe ich hier nicht. Wie viel haben wir eigentlich Zuschauer? 43 Leute, die mal beim Löten zuschauen. Muss ja fast mehr erzählen, was ich hier mache und so oder warum sind so viele Leute da und schreiben so wenig?
alle gespannt am Gucken, was ich hier mache. Finde ja okay. Recycling von Bauteilen mache ich hier gerade. Ich hoffe, das reicht dann jetzt an Buchsenleisten für unser Vorhaben. Können wir auch wieder ausschalten. Wie viel braucht man denn? Es geht schwer rein. Es geht enorm schwer rein. Hui, hui, hui. Aber es geht schon irgendwie rein. Aha. Ah, da müssen wir jetzt dann ein bisschen rumzwicken. Haben wir überhaupt genug? Jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir überhaupt ansatzweise genug haben. Wir haben hier. Muss hier echt noch mit den Lötlitze rangehen, das nützt nichts. Das wird nichts nützen. Wo habe ich sie? Nö. Da. Da müssen wir nochmal entlötlitzen. Jetzt hoffentlich bleiben jetzt nicht die ganzen Pins da drin stecken. Jetzt glaube ich, meine größte Sorge, die ich habe, und vermutlich passiert das jetzt auch noch gleich. Da nur einer. Den holen wir mit viel Gefühl raus. Und stecken ihn zurück rein, wo er hingehört. So, jetzt einmal entlötlitzen noch am Start. Seele, grüß dich. Man muss ja nur schimpfen, die Leute, warum es nicht schreiben, und dann wird schon geschrieben. So gefällt mir das. So. Und so. Ah, es ist immer meine Lieblingsarbeit, so hingemurkse da. Da wäre jetzt dieser Entlötlitzenabschneider von Hakko, wäre da mega. Die haben da jetzt ein neues Produkt, wo man Entlötlitze abschneiden kann. Und das feiere ich ziemlich. Gerade bei sowas wäre das jetzt echt total geschickt. Dann könnte man immer vorne mit der Spitze von der Entlötlitze arbeiten. Was ja schon Sinn machen wird. So. Ketz, alles hast du verpasst. Ja, Seitenschneider hat mal keine Hand frei. Ne? Ich bin ja jetzt am Löten und habe an einer Hand das Zeug und an der anderen Hand das. Und mit dem neuen Dings braucht man keine Hand frei. Das ist total praktisch. Müsst mal googeln, was die da gemacht haben. Schaut echt grenzgenial aus. Im Prinzip ein automatischer Seitenschneider, wenn man es so nennen will. So. Ziehen wir da rüber. Der Knubbel da unten gefällt mir nicht, aber der ist so weit weg von allem, dass er mir gerade egal ist. So. Perfekt, wie neu. Also eigentlich könnte man es so verkaufen. Jetzt müssen wir trotzdem schauen. Wir haben hier ein x-poliges, der passt hier genau rein. Der reicht von der Pinzahl schon mal. So. Genau, Targas. Du sagst es also eindeutig. Und die schneiden, ja, man kann es glaube ich einstellen, ob schräg oder gerad. So, der passt hier rein. Somit haben wir die schon mal komplett pin-kompatibel belegt. Der passt hier rein und der passt hier rein. Und somit haben wir vier Stück zu wenig. Und wir müssen hier seitlich was abschneiden, weil das geht ja nie aus, wenn man das so macht. Weil die da ein bisschen dickeren Rand haben. Das heißt, da müssen wir mit ganz viel Gefühl ein bisschen
den dickeren Rand wegnehmen. Und dann passt das da rein. Und jetzt fehlen uns genau 4 Pins. Ich meine, wir haben hier noch, wir hätten hier noch eine Buchsenleiste drin. Und die könnten wir tatsächlich mit der 301er auslöten. Zwecks vernünftiger mit der da. So, dass man nur warten, bis sie aufgeheizt hat. Und dann geht es. Ich habe echt keine einzige Buchsenleiste mehr hier. Verstehe es nicht, wie das passieren kann. Ja, aber wenn wahrscheinlich braucht man genau die 4. Mein RX-TX braucht man gerade nicht und die 2 auch nicht, aber ich will es schon vollständig haben. GT, grüß dich. Weißt du, sonst stecken wir irgendwie einen RS-232-Adapter an zum Debuggen da oben und wundern uns, warum es nicht geht. Wäre so ein Klassiker. Da, weil die heizt, kann ich ja schon mal die Pins da festlöten. Da ist einigermaßen gerade drin ist das Ganze. Also, na, jetzt warten wir, weil dann stecken wir ein Raspberry Pi rein, damit es auch. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich das hinkriegt habe mit dem Weißabgleich. Ich glaube, ich bin hier drauf geblieben, oder? Hier drauf bleiben. Und dann hier drücken. Weil irgendwie, das ist zu warm, das ist zu kalt. Das ist viel zu warm. Das ist auch noch fast zu kalt. Und das ist zu warm. Wir haben sonst keine Weißabgleichs. Lassen wir den da. So, dann tun wir da mal entlöten. Müsste aufgeheizt sein, ja. So. Mir hat einer im Kommentar geschrieben, wo ich die vorgestellt habe im YouTube-Video, er schnarcht nicht, er entlötet. Klingt echt so. So, und dann geht die direkt raus. Aber die ist wirklich enorm gut. Aktuell habe ich nicht Motivation, die in den Shop aufzunehmen, was doch relativ viel Geld kostet. Aber an sich ist die wirklich enorm gut. So, 4 Pins. Und dann hier ein bisschen schnitzen. Jetzt lassen wir den Pin durchschneiden. So, jetzt ist unser Raspberry Pi wieder verschwunden, wie immer. Den stecken wir jetzt da drauf. Dass die ganzen Pins einigermaßen gerade drin sind. Und dann löten wir das Kind mal an. Warum guckt der nach unten raus? So, jetzt. Na, Alternativen. Ich suche tatsächlich nicht nach Alternativen dafür. Also ich mag die wirklich gern. Und preislich ist sie okay für das, was sie leistet. Wenn man viel entlötet, rentiert sie die auf jeden Fall. Aber für den Hobbyanwender halt gar nicht, finde ich. Also als Hobbyanwender entlötet man ja nicht so viel, dass man da irgendwie eine 200 Euro Entlötpistole braucht. So, dann löten wir mal die Buchsenleiste an. Scheint wohl ein Massepad zu sein. Jetzt ist es auf jeden Fall zu kalt. Der Weißabgleich. Sagt, wie es ist. So, die Massepads, die haben ganz schöne
Probleme. Jetzt mal gesagt haben. So, wenn wir das dann aufgelötet haben und alles zusammengebaut haben, ich meine, die 48 Volt Umschaltung braucht man noch nicht. Aber dann müsste man eigentlich einstecken und da wir die Pins ja das letzte Mal geändert haben, sollte eigentlich auf der Stelle die richtige Minute anzeigen, oder? So die Theorie. Meine, wir brauchen hier nichts anderes mehr. TX sauber, was meinst du? Achso, da habe ich noch nicht so schön gelötet. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass man das sieht unter Mikrofon. Mikroskopanten. Theoretisch müsste man es einfach nur einstecken und dann soll es eigentlich die richtige Uhrzeit direkt anzeigen, normalerweise. So die Theorie. Schauen wir nochmal schnell drüber, ob wir alles richtig gelötet haben. Ich mag diesen Weißabgleich gerade nicht. Aber der ist einfach zu warm. Es tut mir leid. Und der ist nochmal viel zu warm und der ist einfach viel zu kalt. Am ehesten den da. Ja, das stimmt natürlich. Also hobbytechnisch muss man immer sehen, wenn man es als Hobby sieht, dann kann man natürlich schon gut Geld ausgeben. Ja, das ist natürlich dann schon wieder wahr. So, die sind alle schön gelötet, die sind schön gelötet, die haben wir auch alle verlötet. Der Mock ist vermutlich richtig rum drauf. Der Triac könnte funktionieren, die Widerstände sind drauf. Das ist alles einigermaßen vernünftig verlötet. Und ja, mehr ist eh nicht. Der da oben schaut auch extrem gut aus. Ja. Dann können wir das Teil in unser Gehäuse reintun. Ach, einfach nochmal für alle, ne? Achtung. Nochmal, Achtung, die nicht aufgepasst haben, alle hinschauen. Ach, wie es einfach passt. Man kann einfach mal Glück haben im Leben. So, dann haben wir da zwei Schräubchen. Ach, das kannst du ewig tagassen. Es gibt nicht viele Bauteile, die wirklich von einem Hitzetod kaputt gehen. Also, das Problem ist die Hitze eigentlich nur, wenn sie, wenn sie Dings haben. Wenn sie Strom drauf haben. Also wenn Leistung drüber fließt. Topsoft, danke für wieder mal 3 Monate am Stück. Ihr nutzt es aus, dass man da fette Rabatte kriegt, was auch echt Sinn macht, weil jetzt ist ja teurer geworden. Der Twitch-Sub habe ich gesehen. MOSFETs werden eher ESD kaputt oder so, hätte ich gesagt beim Löten, dass man da sich Gedanken machen muss. Aber, also Hitzetod. Ich hab schon viel gebraten und schon viel rumgemurkst mit dem ganzen Zeug, aber wirklich hitzetot habe ich noch nie ein Bauteil gekriegt. Tatsächlich nicht. Also von dem her wäre ich da total entspannt, ehrlich gesagt. So, jetzt brauchen wir unsere Faltblattanzeige. Da haben wir noch unser ganzes Gedöns dran. Machen wir mal ein bisschen auszoomen, damit es was setzt. Jetzt kommt nämlich das alte raus und das neue rein. Lange Schrauben. Quatsch, passen genau. So, dann braucht man die Schrauben dann nämlich eh dann gleich. Ja, jetzt kann halt schon passieren. Wenn einfach der Kunststoff schmilzt und die Linse schmilzt oder so. Das sind einen der wenigen Bauteile oder halt Elkos, dass man nicht ewig drauf brät, weil halt sonst die Elektrolytflüssigkeit eventuell Probleme kriegt. Alles mit Kunststoff, wo halt Kunststoff kaputt gehen will, kann. Will ich schon seit Ewigkeiten mal ein YouTube-Video drüber machen, aber noch nicht geschafft bisher. So, das war unser Prototyp. Bisschen dunkler hier, ha? So. Dann
die Sprengringe weg. Der Sprengring weg. War hoffentlich nicht. Da darf uns jetzt keiner abhanden kommen. Wir haben nämlich keine Reserve mehr. So, da haben wir jetzt hier im Prinzip diese. Nochmal eine. Da haben wir jetzt hier nochmal diese extra Phase oder extra Absatz reingemacht, damit der Magnet wirklich da drin. Achso, das haben wir noch nicht probiert, gell? Ob es da wirklich reinpasst, haben wir noch nicht probiert. Da habe ich ja gesagt, da bohren wir auf. Im Zweifel. Was wir jetzt wohl tun müssen, würde ich mal behaupten. Was hat man da für einen Durchmesser? 4er Durchmesser. Boah, ob ihr jetzt einen 4er Bohrer habt, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Da wird es jetzt dahin stehen. Ich bin ein 4er Bohrer tatsächlich. Dann haben wir Glück gehabt. Mein gutes Bohrer-Set ist nämlich eigentlich im Hexenhaus unten. Das ist mein Problemchen. So, und jetzt bohren wir da auf. Schön vorsichtig. Du kriegst es zum Glück nicht. Du müsst schon nicht jammern, wie mein Blut spritzt und so weiter. Bohren wir da jetzt mal auf. Und ja, jetzt geht es ja echt. Jetzt zoomen wir mal raus. Jetzt geht es ja echt relativ grob rein, aber das passt, weil wegen Ausgründen. Bohren wir nochmal schneller drauf. So. Boah. So, wann machten die sowas? Dann stehen bleiben. Voll die Funken-Action da hinten. Krass. So. Dann muss ich nur da oben ganz kurz irgendwie mal entgraten. Was nehmen wir da jetzt her dafür? Oh, nichts Passendes da. Dann ist das da mal magnetisch, wie man sieht. Dann geht die Welle da durch. Und die passt jetzt hier quasi, man sieht es eh. Wir haben jetzt hier ein bisschen Luft zum Magneten hin, dass der nicht streift. Das war unser Problem, dass der da vielleicht ein bisschen gestreift hat. Und das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind oben auch wirklich perfekt mit dem Sprengring, dass das auch passt. Also der passt auch echt ideal drauf, hätte ich gesagt. Zack. Es dreht sich noch schwer, aber das wird dann sich schon frei arbeiten. Bin dir ganz zuversichtlich. So, dann müssen wir das reindrehen. Und der andere Sprengring ist hier. Und zack. Ja. Springring, ja eben, deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, da muss man echt aufpassen mit dem Zeug. Dann haben wir hier Magneten drin. Das passt jetzt alles hier perfekt drauf, haben wir gesehen. Boah, dieses Gefühl, wenn es einfach drauf passt. Und hier guckt es, muss man mal reinzoomen, ihr glaubt es ja sonst nicht. Guckt es euch an, diese Präzision hier, mit der wir hier gearbeitet haben. Es dreht schon echt schwer, aber das, nach ein paar Umdrehungen, glaube ich, wird sie das dann schon freigearbeitet haben. Weil das letzte Mal haben wir nämlich mehr Luft gehabt, dann hat das voll gewoppelt, deswegen lieber ein bisschen mehr. So, das Loch habe ich größer gemacht. Oh, guckt es euch an. Da geht die Schraube jetzt einfach rein, ohne Probleme. Und das untere Loch habe ich auch ein bisschen größer gemacht und die lässt jetzt echt richtig angenehm schrauben. Also da braucht man keine Helicoil-Dinger einpressen oder so. Das geht genau super perfekt so. Bambulab X1 Carbon. Im Übrigen hat Bambulab gerade Halloween-Aktion. Wie Solvas vielleicht berichten kann. Der hat da nämlich voll zugeschlagen. So. Dann brauchen wir einen. So einen.
Und schauen wir mal, ob die Löcher auch noch passen. Ah, das geht schon gut mit direkt reinschrauben. Wobei, so wie es den gerade ausgenudelt hat, war das jetzt genau einmal geschraubt und dann nie wieder. P1S hat der Dr. Hollow hat ein P1S. Die sind echt absolut top. Also ich bin so zufrieden. Ich habe heute im Hollow gesagt, ich habe heute was gedruckt. Ich habe ihm schon gesagt, ich bin hingegangen und habe geschaut, ob der erste Layer funktioniert, weil ich kurz vergessen habe, dass ich ein Bambu-Lab habe und der erste Layer einfach immer funktioniert. Ah, gerade den Flash gehabt an meine frühere Zeit, wo ich nur 3D-Drucker gehabt habe, die nicht funktioniert haben. So, dann schrauben wir die da wieder rein. Die Abstandsbolzen. So. Einmal. Das war das Loch, das wir fälschlicherweise weggemacht haben. So. Die könnten sogar noch ein Zehntel größer sein, die Löcher hier, hätte ich gesagt. Dann wäre es vielleicht sogar noch ein Tick angenehmer zu schrauben, aber Luxusproblemchen, hätte ich jetzt gesagt. Das sind so. Ja. Das ist halt so Zeugs. Ich meine, mit meinem, den ich gehabt habe, da war der erste Layer. Ich habe teilweise 10-mal drucken müssen, bis der erste Layer geklappt hat. Und das war so zum Kotzen. So, meine lieben Chat-Zuschauer, Stream-Zuschauer. Da sind die Löcher. Da greift das Zahnrad. Wundervoll. Einfach nur perfekt. Man kann auch einfach ab und zu Glück haben. Habe ich heute schon gesagt. Ne? Das ist immer nur so. Ich freue mich, dass ich ab und zu einfach Glück habe. Auf das hin erstmal ein Schluck aus der EHJ-Tasse. Die Muster kommen von einer PEI, also von einer Pi-Platte. Die habe ich mal dazu bestellt. Die gibt es bei Amazon. Kannst du die direkt bestellen. Mit so Carbonmuster, aber noch eine mit so einem rauen Muster, das ist echt mega. Also die kosten nicht viel und da bleibt es richtig gut haften drauf. Ist aber, glaube ich, nur für PLA wirklich vernünftig. Ich glaube, PETG haftet, glaube ich, nicht so gut drauf, wenn ich mich richtig erinnere. So. Kann einfach einen Schraubendreher nehmen, dann muss ich leichter tun, ein bisschen rauszoomen, damit ihr seht, was ich mache. 53 Zuschauer an und alle schauen mal zu, wie ich irgendetwas langweilig zusammenschraube. Und keiner schreibt was rein, weil sie so gespannt sind von diesem langweiligen Zusammenschrauben. Das finde ich am erstaunlichsten. Das finde ich am erstaunlichsten. Und abonniert tut auch keiner. Aber freut mich. Freut mich wirklich, dass so viele Leute da sind. Ich bin begeistert und da ist die Schraube. Wollte gerade sagen, und ich hoffe, dass ihr auch zuguckt und aufpasst, wenn ihr was verloren habt, dass man sagen könnt, wo es ist. Aber ich habe es zum Glück selber gefunden. Gerade nochmal Glück gehabt. So, einmal. Naja, momentan sind es schon um die 10 oder wie viel Sites die hier schreiben. Kann ich mich eh nicht beschweren. Absolut top. Absolut top. So. Es hat einfach Platz. Ne? Wir haben hier nur Luft. Robosrain, grüß dich. Wir kommen auch hier zu der Taste zu. Klick, klick, dass wir nullen können. Wir können hier schön einstecken. Wir haben hier gesagt, das geht sich auch locker aus. Guckt, es passt perfekt. Einwandfrei. Dann tun wir jetzt den, das ist der 48 Volt Stecker, wo ist der Motorstecker? Weg, da.
Der kommt so rum drauf und wir haben auf der Unterseite, nee, auf der Oberseite beschriftet, wie die Farben sein müssen. So, Lötkolben schalte jetzt mal aus und tu mal weg. Den braucht man halt hoffentlich nicht mehr. Wir haben da oben die Farben beschriftet. Ich zoome jetzt mal rein, weil sonst kann ich es nicht lesen. Blau, blau. Kann ich so reinstecken? Ich muss jetzt gleich irgendwie draufdrücken. Blau. Drück, steck. So, jetzt bräuchte man dritte und eine vierte Hand. So, blau. Dann rot. Und blau und rot müssen wir vielleicht vertauschen. Das kann natürlich sein, dass das falsch rum ist. Das haben wir nämlich neulich auch irgendwie nochmal tauschen müssen, weil er in die falsche Richtung gedreht hat. Kann natürlich jetzt auch hier passieren. Und zweimal grau. Grau und grau. Ich glaube, die grauen machen keinen Unterschied. Die kann man, glaube ich, nicht verpolen. Grau, grau. So, das so einstecken. Nochmal Farbcheck. Blau, rot, grau, grau. Also da steht es dabei. 44 sind nicht am PC davon. Ja, ist auch okay. Alles locker, das ist okay. Ich kann es machen. So, dann haben wir hier einen Trafo. Wupp. Das Ding muss so stehen. Trafo. Oh, das ist das, was mir jetzt gerade am meisten freut, dass ich hier endlich mal die Pins von dem Trafo irgendwo drin habe, weil ich da immer am meisten Angst gehabt habe, dass die irgendwann mal einen Kutschels machen. Und der Trafo ist ja schon nicht gerade wenig von der Leistung her. Also der hat schon Power. Ne? Der kann 1,6 Ampere bei 48 Volt. Also der macht schon ein bisschen Leistung, muss man schon sagen. Von dem her hat die da immer Chance, wenn die Drähte zusammenstehen, dann sind sie danach einfach weg. So, dann können wir den da einstecken. Und so ganz rein theoretisch, wenn wir jetzt mal im Trafo Strom geben, sollte noch nichts passieren. Außer vielleicht die Sicherung fliegen, weil ich zu viel Strom gerade habe. Das kann nicht passieren. Also, da ist schon kalt. Also wenn das Stream jetzt gleich aus ist, dann ist Sicherung geflogen. Dann müsst ihr ja gleich wieder reinschauen. Ne, funktioniert. So, die rattert jetzt durch. Jetzt geben wir ihr noch 5 Volt. Das habe ich nämlich schon festgestellt, dass wenn die irgendwie Strom kriegt, dass die teilweise durchrattert. Weiß nicht, ob der da einen falschen Pegel hat, der Raspberry Pi. So, und jetzt sehen wir hier hinten keine blaue LED. Dann tun wir mal die 48 Volt nochmal weg. Ja, wir haben auf jeden Fall keine blaue LED. Es brennt auch schon mal nichts. Ne? Das ist schon mal vorteilhaft, möchte ich gesagt haben. Im Vergleich zu früher, wo das ja ab und zu gebrannt hat. Dann schauen wir jetzt mal, warum er denn nicht stehen bleiben will. Tun quasi mal USB am Computer einstecken und schauen, was er hat. Und er dreht in die richtige Richtung, möchte ich mal kurz bemerkt haben. Ne? Also wir haben alles richtig gemacht, scheinbar, wie auch immer. Wir das hingekriegt haben. So, am Computer einstecken. Dann gehen wir mal rüber zum Computer, wir alle miteinander. Und dann schauen wir mal, was er da macht, der Heini. Da sind wir daheim. Auch mal wieder unser Putti. Unser Raspberry. Jetzt
ist eine schöne Fehlermeldung. Nur mal die 48 Volt weg. Braucht ein Pull-up? Ne, der Triac wird schon richtig drin sein. Das habe ich beim normalen Aufbau auch gehabt, wenn ich die 48 Volt eingesteckt gehabt habe und der Raspberry Pi irgendwie einen falschen Pegel noch gehabt hat, dass er einfach gelaufen ist. Warum auch immer. Kann natürlich aber auch sein, dass der Triac falsch schon drin ist. Das werden wir noch rausfinden. Hat der keine Pull-ups? Moment, muss mal ganz schnell Notepad aufmachen. Schauen, was ihr alles aufhabt, was ihr nicht sehen dürft. Tausend Dinge, Millionen Dinge. So, Resize. Und dann holen wir uns mal den, den daher. Flap, flap. Dann brauchen wir irgendwo in ChatGPT. Mal ganz kurz nochmal weghüpfen. So. Da sind wir. Ja, aktualisiert ein bisschen was. Die waren vielleicht auch mit Sicherheit. Ja, die sind da drauf. In 0201 oder sowas, ein Stück runter, da sieht man sie da und da, sind Pull-Up-Widerstände, mikrokleine Pull-Up-Widerstände. Jetzt aber tatsächlich schon davon ausgegangen, dass der interne Pull-Ups hat und die er einschaltet. Aber das fragen wir jetzt einfach mal in ChatGPT. Kann der Raspberry Pico W für IQ3C die internen Pull-Ups nutzen? Fragezeichen. Ach so, oft nicht stark genug. Haben wir gar nicht dran gedacht. Kannst du mir Code geben, der diese einschaltet? Schauen wir mal. Wenn es nicht geht, dann löten wir halt noch welche Fliegen dran. Dann löten wir halt noch welche dran. Ist ja nicht so wild. So, wo wird denn der I2C? I2C Setup und wo wird der verwendet? Gar nirgends sonst. Okay. So. Bus.io Hammer. Müssen wir hier vorne nur das dahin packen. 16 und 17 sind auch die richtigen. Speichern. Jetzt haben wir wieder diese unglaubliche Komplexität. Mal ganz schnell einmal umschalten. Da und da. So, wo sind wir? Wir sind, kannst du wieder mitschauen. Dokumente, GitHub, ist jetzt nämlich eh nicht, was ich da mache. Flap, flap, Software, Code.py ersetzen. Das geht bis 17 in Benutzung. GP17 in Benutzung, weil er da oben. Wenn wir jetzt wahrscheinlich hier äh,
SCL und SDA hinschreiben müssen, oder? Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. So, SCL muss vom Typ PIN sein, nicht digital in-out. Oh, dann fahren wir das dem ChatGPT, was er da falsch gemacht hat. Ich bekomme jetzt aber die Fehlermeldung. Jetzt mach. Mach das korrekt. Du kannst Internet-Pull-Ups direkt mit QAC nicht setzen, aber es gibt einen anderen Weg. Da ist es möglich, die Internet-Pull-Ups aktuell in das Busio, die Modulation des die externe Pull-Up-Widerstände. Aha. Ja. Können nicht gleichzeitig. Also jetzt verwendet einfach keine internen und. Boah, müssen wir dran löten. Was hat er gesagt? 4K7 bis 10K. Gut, dass ich den Lötkolben schon abgeschalten habe. Ne? Das war wieder mal Klassik. Klassiker. Ja, da einfach das Gegenteil behaupten. Ne? Ja, gerade hindrehen, wie man es braucht. Wo haben wir denn unseren. Da. Wir haben da und da, also Pin 1 und Pin da hinten halt. Das ist auch schön, so dass man das auch vernünftige Leute lesen können da. Pin 1 ist SCL, Pin 6 ist SDA und Pin 4, da haben wir. Oh, jetzt ist alles eingebaut. Ist das nervig? Wir haben hier unser RTC drauf und da löten wir es jetzt einfach direkt drauf. Da tun wir jetzt gar nicht lang rum. Und ich mag jetzt nicht wieder das ganze Ding ausbauen. Da tun wir jetzt einfach bedrahtet 4K7. Genau, Windows. Windows hat es gesagt, bevor ich es gesehen habe. Dachte mich gerade, ich schaue jetzt mal schnell. Da packen wir jetzt die 4K7. Ich habe nur noch ein 4K7. Dann nehmen wir 5K6 oder 5K1. Habe ich richtig viele. So, stecken wir den mal aus. Weil da komme ich zum Löten nämlich direkt hin. Dann drehen wir den einmal so. Zwischen da und da. So rein. Nee, andersrum. So rum. Oh, bin ich froh, dass das kein Gefummel ist. Bin ja froh, dass ich jetzt nicht das PLA direkt wegschmelzen kann, wenn ich es nur einmal schräg anschaue mit dem Lötkolben. Ah, schaltet man doch wieder ein. Der die Kommunikation wieder herstellt, wahrscheinlich. Oh, tatsächlich. Ich hab nichts gesagt. Habe mich enthalten. So, seht ihr da hin? Nee. Gott sei Dank. Dann seht ihr nicht, wie sehr ich da jetzt gleich mucksen muss wahrscheinlich. Nur nicht am PLA anstoßen. Nur nicht am PLA anstoßen. Nur nicht am PLA anstoßen. Da und da. Ach, ging jetzt aber ja, nicht gut. Und zack. Und so, Kondensator war auch keiner mehr geladen. Meinst du, was der ChatGPT uns sagt? 50-50 Chance. So, und das Ding löten wir jetzt so ein. Das zwicke ich jetzt da oben ab. Zack. Dann stecken wir den da ein.
Und dann ist er direkt da oben drauf und dann können wir direkt da oben anlöten. Ich zeige es euch nachher, was ich fabriziere. Das ist der Lötkolben. So, schön ist anders. Zweckdienlich ist es aber trotzdem. Habe jetzt hier quasi nochmal die 4K7. Also da hat der Metzger irgendwie da runter ein bisschen Lötzinn gekleckert. Da müssen wir durch. Das ist einfach so. Jetzt hier quasi den zweiten 4K7. Man auf der Unterseite verlöten. Wieder einen richtigen Lötkolben. Ich habe jetzt immer einen falschen in der Hand. Da nochmal eine. Nicht-Pelawischen, nicht des Pelawischen. Perfekt. Und schnipp. Und fertig. So. Dann lassen wir jetzt aber die 48 Volt sowieso noch weg, weil wir müssen ja auch noch Nullpunkt kalibrieren davor. Und dazu haben wir wieder einen Haufen Schritte vor uns. Und einer dieser Schritte wäre zum Beispiel mal auf Null drehen. So. Restart Session. Erstmal auf Null drehen wäre Schritt 1, damit wir das hinkriegen. Gut, dass wir bei 10 sind. Gut, dass es jetzt übersprungen hat. So, 0. Dann herummitdüsen. Mikrofant mitnehmen. Code wieder rückgängig machen. Speichern, wieder ummikopieren. Zack, ersetzen. Putti. Passt. Läuft wieder. Und da jammert auch nicht. Wissen wir, Pull-ups brauchen wir. Und er wird jetzt drehen, bis er die Zielstufe erreicht hat. Wir können ihm die 48 Volt geben. Wir sehen auch im Übrigen, dass die blaue LED leuchtet, da seitlich. Und wenn wir ihm jetzt die 48 Volt geben, haben wir echt den Triak-Verkehr drum drin. Die LED ist nämlich aus. So, nochmal schauen. Das wird mir jetzt noch richtig tilten. Das wäre jetzt richtig. Ja, meiner löbt mal halt ein bisschen rum noch. Brauchen wir den Lötkolben noch? Die Nein, schalten wieder aus. Den brauchen wir halt sicher nicht mehr. Uno momento. Da sind wir. Da haben wir nämlich extra nachgeschaut, eigentlich nochmal. Wir haben. Moment. Wir haben extra nachgeschaut. Moment. Moment mal. Will jetzt ja nichts sagen, ne? Ja, Andi, du meintest das ironisch. Aber 1, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Na, aber der ist anders gepolt. Also das könnte schon passen. Jetzt schauen wir mal. Er muss oben rein. Der 1K geht von Basis nach Masse und der Anschluss mit der Basis geht Richtung Aufwärts. War beim Original auch so. Anschluss von der Basis geht Richtung Aufwärts und 1K runter. Soweit gut. Wir haben den T835. Der 1K, ne, wir haben alles drin, ne, das passt schon soweit. T835 Datasheet.
Das ist hier A1 und Gate und A2 ist der Tab. So, nochmal zur Sicherheit. Man irgendwo ein Schaltsymbol an oder bei? Ne, wird überbewertet, oder? Haben wir es eh dabei. Also, A1 und Gate. Die zwei Pins. Der muss einmal zum Widerstand gehen, einmal zum Stecker gehen. Flap, flap. Die zwei Pins muss einmal zum Widerstand gehen, der da, und einmal zum Stecker gehen, der da. Passt auch. Und A2, also die Seite, die weg ist vom Dings, die muss runtergehen zum, wenn ich es angeklickt kriege ich nicht. Die da. Die muss runtergehen zum Anschluss 48 Volt. Ja, eigentlich sehe ich jetzt da keinen Fehler. Der linke ist A1, der rechte ist Gate. Gate geht zum Widerstand. Der muss dann 1K sein. 1K. Und der zweite Widerstand, der hier muss die, keine Ahnung, wie viel das waren. 10K. Und der da geht, nicht der da, der da, der da, der da geht. Ja, rüber geht. Zum Optotriak. Weiter gesponnen. Der Optotriak ist im Prinzip vermutlich genauso drin, wie man da auch haben. Ne? Da können wir ja direkt danach schauen. Wir gehen von. Wir gehen beim Optotriak. Aber bei dem soll es wurscht sein, wie man polarisieren. Weil da gehen wir nämlich gerade andersrum rein. Bei uns gehen wir. Schauen wir mal den Optotriak nochmal die Datenblatt an. Wo haben wir den? Mock 30 43. Ah, der hat der Zero Crossing mit drin. Der hat jetzt der Zero Crossing mit drin. Ich glaube, wir haben den Optotriak verpolt. Das kann natürlich gut sein. Weil wir da jetzt die Zero Crossing drin haben, das hat man sonst ja nicht. Das heißt, wir müssen vermutlich, würde mal fast schätzen, aber eigentlich, also wir müssten beim 6er von die 48 Volt reinkommen. Bei Pin 6 mit die 48 Volt, das würden wir sogar, wären wir sogar richtig, ne? Beim 6er mit die 48 Volt rein und beim 4er raus zum. Der hat ja auch. Und da haben wir nochmal andersrum eingebaut gehabt, ne? Da sind wir hier mit die 48 Volt rein und da raus. Aber so rein vom logisch verständnisvoll gesehenen her wird es so meiner Meinung nach schon passen, hätte ich jetzt gesagt. Schauen wir da mal. Ja, Pin 6 rein. Und die haben halt einen Widerstand da davor, statt da, wo wir ihn haben. Also wir haben ihn ja dahin gepackt, die haben ihn da oben hin. Das sollte nichts ausmachen. Und gehen quasi da mit dem 1K bei Pin 4. Ja, das sollte eigentlich passen. Interessant. Es leuchtet im Übrigen gerade blau.
Warum mag der jetzt nicht stehen bleiben? Gute Frage. Gute Frage. Oder braucht er zwingend hier vorneweg den Widerstand? Normalerweise nicht, ne? Normalerweise nicht, hätte ich gesagt, dass er ihn hier braucht. Dass er hier quasi, wenn er einen Widerstand auf der Seite hat, statt auf der, dass er da den Spannungshub hinkriegt, den wir hier brauchen. Aber wir haben es ja hier genauso aufgebaut gehabt. Wir haben hier den Mock drin gehabt und haben den Widerstand dahinter gehabt. Wir sind oben direkt drauf und haben den Widerstand direkt dahinter gehabt und hat auch funktioniert. Also das soll definitiv keinen Unterschied machen. Mock 30, 52 hat man drin. Mock 30, 52. Mock 30, 52. Du hast im Schaltplan Gate Pin 2. Bei wem meinst du? Bei welchem? Bei dem da? Das muss nicht zwingend was heißen. Das ist rein die Pin-Bezeichnung, die ich habe. Ich habe es hier kontrolliert. Also A2 ist hinten das Tab. Also das, was weggeht vom Triac, also Pin 3 in unserem Fall. Und das passt mit dem da zusammen. Das ist Pin 3. Das ist rein die interne Pin-Bezeichnung. Ich muss die 1, 2, 3 benennen. Leider anders geht das nicht. So, der Mock 30 ohne Nullschaltung. Der hat keine Nulldurchgangsschaltung drin gehabt. Und das, glaube ich, können wir uns jetzt reinhauen. Das könnte jetzt unser Problem werden, weil wir damit vielleicht das verpolt haben. Wir können es jetzt ganz einfach testen, indem ich den Mock einfach drüben einlöte. Wir haben den Lötkolben noch eingeschaltet, praktischerweise. Es wird vielleicht mal irgendwann mal vorher das Putti und so beenden und dann einfach abwürgen. Wird dann mal wahrscheinlich nicht so übel nehmen, das Ganze dann. So. Jetzt löten wir mal den schnell um. Den kriegen wir ja relativ problemfrei da wieder raus, zum Glück. So, müsst ihr auch zuschauen können, sagt's was? So. Mehr Lötzinn. Und so funktioniert es. Entlötlitze hat man auch am Start heute schon. So. Boah, die geht heute enorm gut, die Entlötlitze. Ich kenne ja gar nicht, dass das so gut funktioniert. Jetzt habe ich es gejinxt. So. Wundervoll. Und es spiegelt und überhaupt. So, und jetzt tun wir da einfach lieblos, hätte ich gesagt, den da so oben drauf. Weil passt ja.
haben da nur ein SMD genommen gehabt, weil wir. Jetzt muss ich mal die Beinchen ein bisschen auseinanderbiegen, sonst geht es nicht aus. Haben wir nur deswegen ein SMD genommen, weil wir auf Lager haben. War unser einziger Grund. Jetzt tun wir hier quasi SMD löten. Im Prinzip, weil der Mock, wenn wir gerade vorher drauf gelötet haben, wie irgendeiner geschrieben hat, ja auch nichts anderes wie einer mit abgezwickten Beinchen. Von dem her kein Thema. Müssen wir jetzt sogar fast ein Foto machen davon, hätte ich gesagt. So schön, wie ich das gerade hinkriegt habe. Zwecks Instagram. Alle, die noch nicht dabei sind, unbedingt folgen. Gibt so geniale Fotos zu sehen wie das da gleich. Gut, dann tun wir das wieder hier so. Mal jetzt wieder einstecken. Dann rattert er trotzdem los. Das Problem hatte ich aber schon. Aber am Brettboard. Wenn man jetzt einstecken. Ist ja gerade blau. Ja. Ja, rattert weiter. Bin gerade dezent überfordert von dem Ding. Wenn das Faltblatt-Ding nicht so blöd runterfallen würde, hätte ich gesagt, könnte man hier mit Multimeter ein bisschen nachmessen, aber das ist ganz schön schwierig, wenn ich hier das Ding gerade hinhalten muss, dass das gerade steht. So, Lötstellen und so schauen aber schon eigentlich. Ja, ich meine, entsprechend okay ist aus. Der, ja, warm wird da auch nicht. Jetzt mal den Optotriak einfach weglöten auf der Seite. Dann, wenn ihn wegkriegen sollte, heißt. Dann wisst man, ob es der Optotriak ist oder doch der normale Triak. Jetzt echt nochmal extra Lötzinn dazu packen. So. Und wieder unser Entlötlitze am Start. Es ist halt ja wundervoll. Wie oft kann man chinesische Platine entlötlitzen, bevor sie abbrennt? Werden wir heute schon herausfinden, oder? So, jetzt biegen wir den mal nach oben. Also der Optotriak hängt jetzt nicht mehr dran. Wenn der jetzt immer nur dreht, dann liegt es, ja. Liegt es tatsächlich am Triak? Schockiert mir gerade, ehrlich gesagt. Dass man das jetzt noch mal ganz genau akribisch anschaut. Doch, doch, die blaue leuchtet. Die hat vorher geleuchtet. Ganz, ganz schön sogar. Hat man wundervoll gesehen. Unabhängig sind wir ja da parallel.
Also bricht uns die Spannung auch nicht zusammen und nichts. Und der Strom teilt sich schön auf. Der Triak ist neu, ja. Aber wir schauen nochmal sicherheitshalber nach. Erstens, Triak. T835 600B TR. SMD2 20. Wir schauen jetzt nochmal schnell auf das Teil selber. Nicht scharf, aber nicht. Also das ist nicht kaputter Triak, sondern das ist jetzt Lötschlanze da im Übrigen, hätte ich gesagt. Ne? Also nichts kaputte Triak. So. Da steht drauf T835. Nehmen wir es mal in Leserichtung. Weiter reinkommen nicht, dann wird es unscharf. T835 60 steht da drauf. So. Hallo. Böser Holler. Nichts sagen. T83560. Genau, das ist der passende. Das ist korrekt. Dann haben wir das Datenblatt. ST. Steht auch ein ST-Logo drauf. T853. Da. Ist auch der richtige. Wir haben ein D-Pack. A1, Gate, A2. Dann schauen wir uns das Package an. Edit Part in Library. Wir haben A2. Das, was weg ist vom Gate, das da. A2. Das, was weg ist vom Gate, ist unser Tab. Passt. Dann haben wir A1, der zweite Anschluss vom Triak, das linke. A1 ist auch der da. Und dann bleibt übrig Gate, der rechte Anschluss. Gate. Hallo, du tust mit Tilten, wenn du so gemeine Dinge sagst. Nicht so gemeine Dinge sagen. A1, A1, ja, das passt genau. Haben wir da oben auch benannt, den Logiknamen. Es passt auch mit dem Dings zusammen. Der Zero Cross ist auch nicht der Grund. Das Einzige, was. Nee, wir gehen hier. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, aber das haben wir ja von der Original über. Das hat ja funktioniert hier. Es hat ja hier funktioniert, oder? Wir sind ja hier genauso reingegangen. Wir haben jetzt hier den 2N. Was ist in der Original drin? 2N6073B. Haben wir den hier irgendwo auf? Nee. 2N6073B. Datasheet. Und da sind wir mit der Seite. Also Pin so rum, Pin 1, toll markiert. Pin 3 ist Gate. Mit dem Gate gehen wir
Ah, das ist wieder. Das haben sie ja wieder super gemacht. Da haben sie hier die drei angefangen. Warum haben sie die nicht einfach auf eine andere Richtung gezeichnet? Muss man anwischen. Da haben wir Skate und Gate geht rüber mit dem, ja, 10K haben wir da drin. Da haben wir einen 10K gehabt, ne? Der geht rüber zum Optotriak. Dann haben wir 1K vom Gate gegen Masse und Pin 1. Die Kathode geht gegen Ground. Ja. Und einen anderen Pin haben wir abgeschlossen. Die Kathode geht gegen Ground. MT1 geht gegen Ground. Ja, das sollte eigentlich passen. Meinst du, die 12K zu hoch? Dann, also die hängen ja gerade in der Luft. Ich habe ja den weggenommen, das heißt, die hängen komplett in der Luft. Der müsste also hier aussah. Aber das wäre selbst mit 12K dann ident, außer ich habe mich vertan. R3. Der obere, der da. R3. Obere muss 1K sein. Nur haben wir auch. Obere ist 1K, der untere ist 12K. Ich habe gerade gesagt, wenn ich die zwei vertauscht hätte, dann wird er, aber dann wird er nicht zuverlässig einschalten und nicht ausschalten. Was ist denn beim Triac Anode Kathode? Danke für so ein tolles Bild. Beim Triak, dass die das mit Anode und Kathode bezeichnen. Ist ja kein Thyristor. Beim Triak habe ich das ja eigentlich nicht. So, bin ich gerade von dem Datenblatt ein bisschen verwirrt. Deswegen verwirrt mich gerade das ein bisschen. Gibt es da noch ein anderes dazu? Was hatten Mauser, Octopart. Oh, können wir bitte in Google fragen und nicht so einen komischen DuckDuck irgendwas heine. So, Mauser. DigiKey hätte den auch noch. Und AllDataSheet ist mir immer mega zu suspekt. Ah, schauen wir mal beim DigiKey rein. Obsolet. Datenblatt wird brauchen wir nicht, oder? Also Datenblatt ist bei obsoleten Bauteilen muss man immer nachschauen können. Ist auch okay. Also wenn das Problem wäre mit dem 10K, dann wird er nicht einschalten, wenn dieser Problem machen würde. Ja, aber das ist soweit, haben wir das ja. Außer wir haben uns halt wirklich schon bei der Grundschaltung abvertan. Aber dann glaube ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Da ist nochmal richtig geschrieben: 2N6071. Wir haben 3 ist Gate. 2 ist MT2, also der Zweier ist der, der weggeht vom Gate. Ja, ich glaube, wir haben uns damals, wo wir den abgezeichnet haben, ich glaube, wir haben da einen Fehler drin. Das ist das, wo ich vorher ganz am Anfang Facepalm gemacht habe,
Weil eigentlich das so ausschauen sollte. Tagassen, danke fürs Abo. Das eigentlich so ausschauen sollte. Und wenn wir das falsch, von Grund auf falsch bei uns da drin gehabt haben, haben wir es auch falsch übernommen. Eins, weil die Pins sind die korrekten und Pin 1 geht Richtung Masse, habe ich hier auch Pin 1 Richtung Masse und Pin 1 im Datenblatt. Ist aber Main Terminal 1, das ist nicht der weg vom Gate, sondern der am Gate. Ja, wir haben da einen Grundfehler drin gehabt im Hauptschaltplan, den wir nachgebaut haben. Das heißt, der gehört, wo waren wir da? Der gehört natürlich so rum rein. Was für eine mittelgroße Katastrophe wird das jetzt? Das bedeutet, die 48 Volt, die gerade da hochgehen, die 48 Volt, die gerade hochgehen. Die können wir abschneiden hier quasi. Und die Firma darüber, die können wir unten einfach hier rüber führen, von da nach da. Weil der hier hoch verbunden ist. Achso, nee, dürfen wir nicht, weil. Oh, wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt muss ich mal das Kupfer wegpacken, das stört mich gerade. Mit dem müssen wir hier freikratzen und dann quasi hier runtergehen. Das passt. Und. Da, den müssen wir auch freikratzen. Der hat ja auch Verbindung da. Es tut auch weh. Hier abtrennen, hier abtrennen, da abtrennen. Und dann muss, wenn wir den hier abtrennen, können wir von dem Via hier rüber, den trennen wir einfach hier irgendwo ab. Dann kommen wir nämlich hier auf den Tab drauf, bequem, mit dem hier rüber. Weil es ist der hier. Es passt. Also hier trennen wir auf. Hier trennen wir auf. Und zwar Trimsegment. Wie ging das? Edit, Delete. Keine Ahnung. Nee. Aber wir trennen hier auf. Der geht ja hier durch das Ding durch und dann können wir da auftrennen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir relativ problemlos hin. Dann können wir hier ein bisschen abkratzen. Hier schneiden wir ab. Das verbinden wir hier rüber und den 48er verbinden wir einfach. Ja. Na, das gefällt mir jetzt auch nicht so. Dann trennen wir es lieber auf der Unterseite auf. Da.
Nice. Weißt du, jetzt ist das. Na, das mache ich immer mit dem Cuttermesser. Geht's am besten. Oh. Ja, wir probieren jetzt einfach. Wir probieren einmal. Wir schauen mal. Dann sehen wir, was rauskommt. Dann sehen wir, was dabei rauskommt. Wir trennen. Trafo auf Zeiten schieben. Ich muss noch ein besseres Messer holen davor. Und einmal eine neue Klinge raus. So, wir trennen auf zwischen da und da. Ich komm nicht mal rein. Ich muss echt einen Trennen nehmen. Zwischen da und da. So. Dann wäre es echt mit dem Dremel geschickter. Na, da bin ich sicher. Versuch. Wenn man jetzt ein Messgerät hätte. So, so. Und dann könnt ihr sogar mitschauen mit dem Messgerät. Theoretisch, wenn es euch einschaltet. Also müsste eigentlich von allein kommen. Schauen wir mal, ob es das tut gleich. Andi, nein, warum sollte das? Haben wir keinen Platz für sowas. Viel zu viel Platz. So, startet noch, startet noch, startet noch. Startet immer noch, startet immer noch. Bin mal neugierig, ob das gleich automatisch einfach daherkommt da oben. Also Stress darf man heutzutage mit so Messgeräten keinen haben, ne? Ah, ich kann dabei hier noch ein bisschen finden sollte. Habe ich auch das letzte Mal hier liegen gehabt, ne? Auch verschwunden. Alles verschwindet von meinem Platz. Habt ihr mal einen Glasfaserradierer? Dann nehmen wir einfach das da hier als Glasfaserradierer-Ersatz. So. Es taucht natürlich nicht auf da oben. So und so, jetzt ist da. Perfekt. Jetzt nämlich da oben das Multimeter. Dann schauen wir mal, ob wir es geschafft haben. Ja, keine Verbindung mehr. Haben wir schon mal aufgetrennt. Dann müssen wir den hier noch auftrennen. Und zwar hier. Zack. Und zack. Wir wünschen mir bei so Arbeiten schon ab und zu eine Schutzbrille, muss ich sagen. Immer so ein bisschen Panik. Schaut auch gut aus. Dann dürfen wir jetzt nämlich von hier darunter. Darunter keine Verbindung mehr haben. Auch weg. Da haben wir nur eine, oder? Ja. Perfekt. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. So, da müssen wir jetzt von dem Tab dahin löten, haben wir gesagt, auf das Wir. Das
sollte man hinkriegen. I am zuversichtlich. Gehen wir mal da ein bisschen Action. Muss vielleicht einfach doch hingucken. Und vielleicht kratzen wir einfach noch ein bisschen mehr weg, dass wir mehr Fleisch haben. So. Flussmittel schaut auch nie. So, perfekt. Und da müssen wir jetzt einfach nur hoch zum. Da nehmen wir jetzt schon. Da haben wir ein Stück Draht. Das könnte sogar ausgehen, gell? Mit dem, wenn wir von hier. Wie weit müssen wir? Von hier bis da ungefähr. So, dann drücken wir es da noch ein Stück ab, wenn wir noch Zange hätten. Ich habe mal Platinenreiniger im Auge gehabt, da war vorne die Düse verstopft und dann ist seitlich der Platinenreiniger rausgespritzt und mir genau ins Auge. Das war übel, das hat wehtan. Bin ich zum Augenarzt und der hat dann gemeint, naja, wenn es morgen nicht besser ist, dann soll ich nochmal kommen. War natürlich um 5 vor Feierabend, wie immer bei so Aktionen. Und nicht umdrehen. Dahin. So, dann müssen wir den jetzt hier oben dran löten. Auf das Tab. Brauchen wir noch ein bisschen Lötzinn, sonst wird das nichts. Zum Glück könnt ihr mal nicht zuschauen. Ich bin so froh, dass die Kamera gerade nach Uganda schaut. Ich kann ja natürlich trotzdem ab und zu mal nicht das Micro-USB-Kabel zerschmelzen. So, habe jetzt gerade den Draht da dran gelötet. Nur einmal mit schön mit Flussmittel bitte. So, und dann löt man da unten noch dran. So, dann sollte jetzt das Tab, das da, nehmen wir vorne den Pin, dann haben wir es auf jeden Fall mit dem verbunden sein, genau, und nicht mit dem. Perfekt, und dann nicht mit dem. Perfekt. So, und dann brauchen wir, dieses Ding können wir wieder dran löten, den Optotriak, weil der wissen wir jetzt ja, der ist nicht schuld gewesen. Könnten vermutlich sogar den Original wieder dran löten. Komm wieder unten rein. Nee. So. Boah, der Kondensator ist jetzt auch gut mitgenommen von Abdruck, Messer, Lötkolben und so weiter. Und dann müssen wir den Widerstand hier rüber verbinden auf den und der braucht dann 48 Volt von da unten, von da, von dem Pin. Bedeutet erstmal ein Drähtchen. Von da nach darüber, also ungefähr so lang. So, lass die bitte abisolieren, so dass auch noch was übrig bleibt. Und dann muss ich jetzt echt das Messer nehmen dafür. Nehmen wir das Messer. So, einmal. Oh, das waren die Widerstände. Einmal verzinnen bitte.
Dann müssen wir von dem Pin hier. Na, war nicht von Würth, war irgendwie keine Ahnung, was das für ein Hersteller war. Aber echt übel. So, von hier nach Pizette. Da. Schön ist alles andere, aber wir müssen jetzt ja nur testen, ob es da dran gelegen hat. Nach da. Einmal gescheit runterklicken, bitte. Dankeschön. Oh, Wuster, danke Stefan für dein Abo. Hast dein Prime-Abo doch noch gefunden. Sehr löblich. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal ein Drehtchen. Von da nach da oben. Also auch nicht viel länger. Vielen Dank für dein Prime-Abo. Und willkommen im besten Stream weltweit überhaupt und nämlich. So, und da könnt ihr jetzt eh nicht zugucken, weil das alles viel zu versteckt ist und eh oben der Dings im Weg ist. So. Und dann noch das anlöten. Und dann sollten wir soweit sein, dass das Ding, ich habe jetzt hier noch das Kabel dran gelötet, zu die 48 Volt hoch, dahin, zu dem Pin. Und da oben haben wir auch ein bisschen rumgelötet. Ja, dann machen wir mal ein Foto als Beweis, bevor es brennt. So, zwecks Dokumentation. Perfekt. Jetzt wird es wieder spannend. Jetzt tun wir diese unglaublich perfekt, guten, perfekt funktionierenden, richtig tollen Würth-Stecker einstecken. Wir haben es im Übrigen in Wuster zu verdanken, dass wir die alle hier haben, diese ganzen Stecker und das Zeug. Und ein paar Herzl dem Wuster raushauen, bitte. Und wenn wir es jetzt einstecken, entweder brennt alles oder es passiert nichts. Er dreht aber immer noch. Ist ja schon mal beruhigend, dass er immer noch dreht. Und es raucht aber auch nichts. Ist auch beruhigend. Wenn es mal nichts raucht, ist auch okay. Muss sich über die kleinen Dinge freuen des Lebens. So. Ja, dreht immer noch. Hör doch nicht auf. Aber macht Wind. Angenehmen Wind. Dokumentation für die Versicherung, genau. Also nochmal, jetzt schauen wir nochmal da drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt hier aufgetrennt. Den Pin darüber verbunden. Den Pin darüber verbunden zu dem Widerstand. Den Widerstand darunter verbunden, auf der Unterseite. Das habe ich soweit gemacht. Den haben wir hier aufgetrennt und das via habe ich hier hoch auf den Tab gelötet. Das ist auch korrekt. Und sind wir einfach zu blöd dafür. Ist auch okay. Aber jetzt gibt es keinen Grund mehr. Wir haben jetzt quasi
den Pin und den Pin vertauscht. Also 1 und 3 haben wir vertauscht. Nächstes Projekt geht nicht. Sache erledigt. Pin 1 und Pin 3 haben wir vertauscht, ja. Oh. Und es geht nicht. Unglaublich toll. Messen wir es nochmal alles nach. Wir merken uns. Die 48 Volt, die haben wir hier oben. Wir können den Pin da oben nehmen. Die müssen ausschließlich auf den Pin gehen und auf den Widerstand. Punkt. Der Anschluss vom, also wo die grauen reingehen, vom Stecker, der muss auf den Tab hinten gehen und sonst auf nichts. Punkt. Messen wir nochmal nach. Von 48 Volt zu AC-Motor. 48 Volt zu AC-Motor, wo immer du gerade meinst. Also, ausstecken. Das ist eh schon ausgesteckt. Wir haben von 1 Volt, der rechte Pin. Der muss auf den Widerstand gehen. Und der muss auf den Pin hier gehen. Nicht dahin. Da geht er aber hin. Haben wir da noch irgendwo? Habe ich das nicht sauber aufgetrennt oder wie? Eigentlich schon. Haben wir doch vorher gerade gemessen. Haben wir eigentlich vorher gerade gemessen, dass da keine Verbindung mehr drauf ist, ne? Eigentlich. Also von da nach da, nach da, nicht nach da. Andersrum. Null. Da haben wir nur irgendwo. Aber die Verbindung ist auch weg. Die da. Die habe ich auch aufgeschnitten. Haben wir auch nachgemessen gehabt. Ja, ich trenne immer doppelt auf eigentlich. Das ist ja der da. Ja. Warum? Das ist definitiv aufgetrennt. Jetzt verstehen? Nee, oder? Das Kabel steht auch nirgends an. Ist echt der Triak kaputt. Da ist nichts mehr verbindungstechnisch hier rüber. Da ist ein dicker Platinengraben dazwischen. Da habe ich so richtig viel FA4. Da. Ja, sieht man sogar, wie die Leiterband komplett weggetrennt ist. Also, da. Da ist nichts mehr. Und da oben ist auch keine Leiterbahn mehr, die ist auch definitiv weg. Lena, grüß dich. Juli, Flap-Flap ist das da. Das ist ein Flap-Flap, eine Fallblattanzeige. Also das ist eine Fallblattanzeige, die im Prinzip die Uhrzeit anzeigen soll. Irgendwann, wenn es dann mal soweit ist. So der Theorie.
und die Hoffnung, die wir haben, wenn es denn funktionieren wird, was gerade nicht tut, weil wir zu blöd sind für was auch immer. Vielleicht ist echt der Triak jetzt einfach kaputt. Mal ausschließen würde ich es jetzt nicht, ne? Nachdem wir da jetzt so rumgeschweißt haben und den Verkehr drum. Ne, Minuten und Stunden. Wir haben auch noch eine Stundenanzeige. Alles beides. Also wir brauchen zwei von denen. Einmal Minuten, einmal eine mit Stunden. Die sind vom Hamburger Hauptbahnhof. Original Hamburger Hauptbahnhof Anzeigen für die Züge, wann die ankommen und so. Kann lustig sein, dass jetzt einfach der. Ne, Bauteiltest habe ich tatsächlich keinen. Weil es ist wirklich null, wenn es jetzt der Diode wäre. Second Dings, wie kann ich da umschalten? Wie ging denn das nochmal? Draufbleiben. Nee. Second da. Nee. Shift da. Ja, Diode. Jetzt. Weil es ja 0 Volt. Ne? Wenn es jetzt eine Diode wäre, dann wären ja hier 0, irgendwas Volt. Aber wir haben ja wirklich einen Kurzschluss drin. Mit 0 Volt. Ich habe die tatsächlich geschickt bekommen. Also nicht geklaut. Hab mir eine liebe Stream-Zuschauerin tatsächlich organisiert, offiziell und geschenkt. So, das ist jetzt blöd. Weil man nicht wissen, jetzt muss ich noch mal kurz auf den Schaltplan schauen, aber der Tab, der geht ja quasi organisiert. nein, ich mache das nur für den Stream. Reparieren tue ich nichts, ich bastel halt gern und entwickle Platinen und so Zeug, aber reparieren tue ich eher nichts, ne, nicht so meins. Jetzt schneide ich nur da oben nochmal mehr ab, weil der geht eigentlich weiter da oben hin noch, aber da ist auch nichts. Da kommen wir nicht hin. Nee. Das ist jetzt echt nervig, dass das gerade meint, so rumzuspinnen. Ich dachte gerade, ich habe es geschafft, aber ich habe nur keinen Kontakt gehabt. Da haben wir. Ja, echt, die muss ihn raushauen, nützt nichts. Das ist die Frage, ob jetzt der Triak-Durchgang hat, ich löte nochmal aus. Nützt nichts. Muss ich halt meine wunderschöne Verkabelung, die ich hier gemacht habe, wieder entfernen. Und die ganzen Wirtstecker abschmelzen dabei. So, ich würde gerne mit Heißluft rauslöten, aber das kriege ich nicht hin, weil dann die ganzen Stecker zusammenschmelzen. Also müsste man hier mit brutaler Gewalt rauslöten. Also, und gleich samt ein Pad abreißen. Okay. Gut. So geht da auch raus. Also ich wollte jetzt schon brutale Gewalt verwenden, aber ich wollte ihm jetzt nicht gleich das Beinchen ausreißen, ehrlich gesagt. Ich wollte es ein bisschen nach oben biegen. Aber ausreißen geht natürlich auch. Dann tun wir es auch mit Nachmessen leichter. Wenn das Beinchen ganz weg ist, dann leichter zu messen. Kann man es auf den Tisch messen, wenn es dann da liegt. So, ein Tropfen Lötzinn. Können wir jetzt dann gleich auf der Platine messen. Nicht, dass nur Pads übrig wären jetzt gleich, aber so grundlegend wildes Geschweiße heute am Start. So. Und her mit dir. Zacka. So. Dann hatten wir zwischen hier und hier eine Verbindung. Ja, haben wir wirklich auf der Platine noch. Wo? Wo ist die Verbindung? IHIO Repair.
Die kann ja, wenn dann, nur noch hier irgendwo sein, dass wir hier nicht weit genug geschnitten haben. Weil die Leitung zu weit oben runter geht. Zack. Schneiden wir hier nochmal ein bisschen mehr. Kratzen hier noch ein bisschen raus. Und immer noch. Langsam wird's komisch. Langsam wird's komisch. Also viel weiter wie da. Jetzt ist genau mein Mausohr drüber. Du sagst soll was. Hauptsache dem armen, unschuldigen Triak, der gar nichts dafür kann, mit rohester Gewalt die Beine abgerissen. Ist hier nichts mehr. Ich habe hier richtig großflächig ausgeschnitzt. Und hier auch. Doppelt rausgeschnitten. Richtig tief reingeschnitzt. Eigentlich ist es völlig unmöglich, dass hier noch Verbindung drauf ist. Völlig unmöglich. Wir haben hier, jetzt tun wir mal hier komplett. Wahrscheinlich ist doch der ChatGPT schuld, genau, ist ja sowieso immer grundlegend. Also wir gehen hier runter, highlighten wir mal das Ding. Ihr seht es nicht, aber das reicht, wenn ich sehe. Ich habe da. Aber wir sind so. Ihr seid schuld. Ich bin nur doof, ihr seid schuld. Wir haben ja hier nur ein Leiterband nicht aufgetrennt. Hier geht ja noch mal eine runter, habe ich gerade im Layout gesehen. Da geht nur ein Leiterband runter. Und die habt ihr vergessen aufzutrennen. Und ihr habt mich nicht daran erinnert, dass ich die nur auftrennen muss. Also eindeutig Chat schuld. Eindeutig Chat schuld. So, und schon mal keine Verbindung mehr. Unglaublich. Was lernen wir draus? Vertrau kein Triak. Niemals nicht einem Triak nicht vertrauen nicht. Dass das Pad da abgefallen ist, ist gar nicht mal so schlimm, weil das braucht man ja gar nicht mehr. Wird ja gar nicht verwendet. Das können wir auch gleich noch mal schön hier richtig schön entfernen, alles. Den ganzen Kupfer, weil das wird ja sowieso mit dem Widerstand drüben verdrahtet. Also das Pad hier ist egal. Und ist das immer nur so hartnäckig trotzdem? Das wird zum Thema Pad abgerissen, ne? Muss mit den chinesischen Platinen erstmal hinkriegen. Echt gut mittlerweile. So, und jetzt tun wir einfach. Nennen. Das Löten hat sich gelohnt. Genau. Jetzt tun wir einfach einen neuen, guten, frischen Triak drauf. Ich halte noch zwischen die Finger, verstecken, und ich werfe den, den ich hier minimal massakriert habe, den werfe ich gleich in den Müll, damit das nicht sieht. Weil wenn der sieht, was er mit seinem Kollegen gemacht hat, dann geht er eh gleich kaputt, bevor ich ihn eingelötet habe. Deswegen lieber ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Teil. So. Dann löten wir den einfach gleich hier auf die Massefläche drauf, auf die Fläche drauf. Ist keine Masse, ist eine normale Fläche ohne Masse. So.
Dann Geduld, Geduld, Geduld. Viel Fläche schmelzen sie muss. So, gehen wir noch ein bisschen Lötzinn drauf, wenn wir nicht eins finden. Komm, x, x. So, sind die Wirtstecker jetzt auch schon verschmolzen? Reicht nicht, wenn der Kondensator mit dem Cuttermesser traktiert wurde. Nö, die Stecker müssen auch noch leiden. Zack, ESD-Schaden vom in der Hand halten, meinst du? Nee. Nee, nee. So schnell geht das dann auch wieder nicht. Aber hier ESD-Unterlage. Sollten da schon passieren. So, den löten wir da dran. Das Gäbelchen kommt wieder da hinten dran. So, überhaupt nicht vermurkst und verschmolzen, das Käbelchen. So. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass es jetzt gehen könnte. Ne? Sollen wir nochmal messen, sollen wir es gleich einstecken? Eben hätte es auf Anhieb funktioniert. Und dass die chinesischen Platinen mittlerweile tatsächlich einfach bessere Qualität haben, finde ich. So, mit dem haben wir keine Verbindung. Dem haben wir keine Verbindung. Und der sollte jetzt eine Verbindung mit dem haben. Mit dem nicht und mit dem nicht. Dem nicht, mit dem nicht. Perfekt. Schaut schon fast besser aus, würde ich mal sagen. Großer Moment. Machen wir mal wieder zwischendrin ein Foto. Für die, die was Instagram mich folgen. Habt's morgen was zu gucken. So, dann einstecken und schauen, was passiert. Oh, passiert nichts mehr. So wie es sein sollte, oder? Entweder es raucht gleich, weil es irgendwas komplett verkehrt ist, oder er flappt jetzt dann gleich. Großer Moment. Der alte Instagram-Influencer, genau. Ja, irgendwas macht er gerade, aber das war jetzt gerade nicht, hat gerade nicht so gut geklungen. So vom. Sind vielleicht die 12K zu groß. Jetzt sind wir bei dem Problem, dass vielleicht einfach die 12K zu groß sind, die wir jetzt haben. Würde jetzt nicht völlig ausschließen. Er brummt nämlich der Motor. Ja. Da läuft, sind die 12K zu groß. Macht nichts, wir können die 10K aus dem Brettboard klauen. Die da. Wir hatten ja keine 10K mehr, das war jetzt ja gerade unser Hauptproblem. Motor, der läuft nicht an, der macht so komisch. Das ist jetzt aber ein kleineres Übel, weil die kriegen wir hier leicht raus, die zwei Widerstände. Ich könnte jetzt die Entlötpistole nehmen, aber. Jetzt viel Aufwand, die einzuheizen. Die 12K sind definitiv zu groß. Mehr Spannung, wir brauchen mehr als 8er wird's geholt, genau. Wegen was soll was? Wegen den 8er, wegen den 12K oder wegen was hat der Chat aufgepasst? Irgendwas genau. Glaubst du jetzt, dass ihr aufgepasst habt? Bevor es nicht heiß ist, alles. So, eine. Und da auch noch. Und da auch noch. Unglaublich geniale Arbeit hier am Start. Dabei wahrscheinlich wieder fünf neue Kurzschlüsse gemacht.
Ja, 12K, 10K. Wenn so genau hergehen wird, wenn immer alle passenden Bauteile hätte, dann wäre es ja sowieso langweilig. Von dem her wundert es mich eh, dass so weit fehlt. Vielleicht sind für den Triak auch 10K zu viel. Kann natürlich auch sein, weil die 10K haben ja nur beim Alten funktioniert, ne? Nicht auszuschließen. Nicht völlig auszuschließen, dass auch die 10K zu viel sein könnten. Ja. Geht auch noch nicht. Gib mir mal eine Starthilfe, oder? Ne. Reicht ihm nicht. Reicht ihm nicht. Was hat man denn ausgerechnet? Wird der heiß eigentlich? Ne. Jetzt löten ihm einfach so, weil wir es können, mal die 12K oben drüber. Dann haben wir quasi 5K. Ich glaube, wir haben irgendwas in dem Bereich ausgerechnet. Da habe ich gesagt, nee, lieber mehr, weil wegen Sicherheit sicher, weil wir haben ja schon gerüchteweise schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Problemen, oder? Wenn sich jemand erinnert. Erinnert sich eh keiner, oder? Videobeweis gibt es auch keinen. Nie ist was nicht passiert, nicht, niemals nicht, nicht. Oder? Ist was passiert? Könnt ihr euch erinnern? Nee, oder? Niemand hat Flammen gesehen. So. Jetzt sollten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Wenn es jetzt auch nicht passt, dann müssen wir das nächste Mal tatsächlich nochmal rechnen. Ja, es tut schon eher. Interessante Dinge er macht. Wird er warm? Er wird auch gut warm. Also viel, wir können nicht viel mehr machen. Die 1K sind ja nur zum Runterziehen, die stören uns grundlegend nicht so weit. Meine, wir können ihn mal wegoptimieren, einfach zum Schauen. Dann wird er halt vermutlich nicht mehr vernünftig ausschalten. Aber wir können uns einfach mal rausziehen, zum Schauen, was er dann so macht. Vermutlich schaltet er uns jetzt dann nicht mehr zuverlässig aus und wird jetzt schon gleich losflappen, oder? Nö, macht er gar nicht. So. Hat er jetzt die richtige Position oder was? So. Kann man komplett weg. Ja, wirklich warm werden es nicht. Wir sind aber in der Nähe. Es kommt hin. Also der 1K ist nett, aber müssen es nochmal, wird auch nicht wirklich warm. Also vielleicht haben wir einfach jetzt mit den 5K oder was wir haben, 6K, vermutlich einfach immer noch zu viel Vorwiderstand. Das schauen wir uns das nächste Mal an, hätte ich gesagt. So, ich rödel mal wieder rüber und dann tun wir hier mal auf groß. Weil da haben wir jetzt einiges gemacht heute. Oh, das hat wieder gefuchst, dass das so fuchsen muss, dass man da in der Ursprungsplatinenfehler drin haben. Wir hätten das wieder gedacht. Dass wir uns da in der Ursprungsplatine so vertan haben. Aber mei, nützt nichts, ist halt so, wie es ist. Können wir nichts ändern. So, alle, die noch nicht auf
Folgen gedrückt haben, müsst ihr unbedingt auf Folgen drücken, damit ihr diese genialen Streams nicht verpasst. Ich streame Dienstag, Mittwoch und Freitag, immer ab 20 Uhr. Morgen gibt es wieder einen ESP32-Stream mit Matthias, wo wir eine Kaffeemaschine programmieren. Und am Freitag gibt es einen Stream, wo wir alte Geräte uns angucken. Und da machen wir im aktuellen Fall einen ZX81. Ja, man könnte es einfach richtig machen, Hollo, oder? Was wäre denn dann das Interessante am Stream? Dann guckt ja keiner mehr, wenn das immer richtig ist. Das passt schon, wenn das ein bisschen Probleme macht und so weiter. Von dem her finde ich schon gut. Das passt schon. Ansonsten, ich lade die Videos normalerweise immer bei YouTube hoch. Da könnt ihr es nachschauen. Ich glaube, 4 Wochen oder so könnt ihr es bei Twitch auch noch nachschauen. Und wir suchen einen Trick, der genau dieses Layout hat. Ich glaube, dass man damit sogar richtig gut Geld verdienen könnte, wenn man einen Triak anbietet, der genau A1 und A2 vertauscht hat. Vermutlich wird man da echt gut, ja. Genau, nächstes Streaming-Projekt. Wir suchen uns irgendeine Chip-Fab und lassen einen Triak fertigen. Das klingt nach einem Plan. Doch, das gefällt mir. Nee, gut, dann. Wir sehen uns morgen, 20 Uhr. Ich freue mich. Schön, dass alle da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Discord-Link haue ich euch noch raus. Wenn nicht im Discord ist, auf jeden Fall ins Discord reingehen. Mega geile Community. Und vielen Dank euch allen. Vielen Dank für die neuen Follower, die ich gekriegt habe. Vielen Dank für die Bits, die ich gekriegt habe. Und wir sehen uns morgen. Macht's es gut. Ciao.